Willkommen, New Game Plus Zeit ist jetzt. Wir schreiben Montag. Was haben wir für Monat? Sterndatum. Oktober 2017. Wollte ich mir angewöhnen, dass wir das immer sagen, weil eines Tages, wenn dann irgendwie die ganzen Historiker zurückgucken auf die Sendung und so, ist das für die einfacher, das irgendwie so zeitlich einzuordnen. Wann begann das Ende? Sozusagen. Ja, richtig. Muss man machen, finde ich. Und auch für Leute, die es vielleicht später mal gucken bei YouTube und so. Ne? Ich grüße euch, wir grüßen euch und wir haben wieder tolle Themen dabei. Heute, ich sag's ja immer, wir haben geile Themen. Aber ich sage auch immer dazu, wenn wir es ernst meinen. Heute machen wir es richtig, richtig ernst. Ja, ausnahmsweise, ja. Ne? Wir haben auch Special-Gäste, aber lass uns erst mal über euch reden. Anfang in der Sendung, gleich sozusagen, machst du, Gregor, mit einem Spiel. Da bin ich ein bisschen neidisch, dass du da schon reingeguckt hast. Ja, da darf man auch neidisch sein, denn ich kann jetzt schon mal vorab sagen, es macht viel Spaß, aber das konnte man auch erwarten, wenn man den Vorgänger kennt. South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, glaube ich, auf Deutsch. Das zweite South Park-Rollenspiel ist quasi da. Ich konnte es zocken, ein paar Stunden habe ich schon reingespielt. Ich werde es hier gleich in der Sendung ein klein bisschen vorstellen, was so neu, was so anders ist gegenüber dem ersten Teil. Im Anschluss gibt es auch noch eine Runde mit. Also ich werde noch mal eine Stunde dann länger mit dem späteren Spielstand spielen und ein bisschen was vorstellen. Und das Geilste, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, es ist komplett in Deutsch synchronisiert für die Leute, die nicht mehr Englisch sprechen. Echt? Oh, es cool. Ist sogar auch in Spanisch und anderen Sachen, aber für die, die deutschen Stimmen gerne hören wollen, ist es drin. Und es ist komplett umgeschnitten, habe ich ja auch gehört, was ja fast noch wichtiger ist bei diesem Thema. Ne? Da gab es ja letztes Jahr, oder wann das auch immer rauskam, das ist schon eine Weile her, ne? 14, würde ich sagen. Genau, da gab es ganz interessante Vorgehensweisen, wie sie das geschnitten hatten. Aber da haben wir schon häufig drüber gesprochen. Diesmal ist South Park komplett ungeschnitten und bei uns heute schon, ich glaube, erst morgen kommt es raus, oder? Ja, offiziell kommt es morgen raus. Wir viele verschiedene Plattformen. Ich werde es auf der PS4 euch dann nachher mal in Ruhe zeigen. Ich glaube, so mittlerweile weiß man ja, was South Park da zu bieten hat. Und der erste Teil hat ja entsprechend Witze nochmal über hierzulande verfassungsfeindliche Symbole gemacht, die eben in Videospielen so nicht gezeigt werden dürfen. Ich glaube, wenn es jetzt schon so heißt, Uncut, werden sie einen anderen Weg gefunden haben, Gags zu verbauen, der nicht auf diese Sparte hingeht. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen, weil wir kennen das ja, zweite Teile kann auch mal nach hinten losgehen. Und macht Obsidian das immer noch? Nee, nicht mehr Obsidian. Ubisoft hat es übernommen. Obsidian hat ja den ersten Teil gemacht, aber es fühlt sich sehr im Spirit von dem Game an. Einige Updates sind da und ich kann auch schon sagen, rektakuläre Zerreißprobe ist, glaube ich, das erste Spiel, das zwei verschiedene Buttons für Furzen eingebaut hat. Einer für Laut und einer für Schleicher. Alter Schwede. Jetzt hast du mich. Jetzt habe ich alle da draußen. Du hattest mich auch schon bei rektakulär. aber ja, da freue ich mich drauf. Du machst gleich den Anfang, Gregor. Danach, beziehungsweise ganz am Ende, wir machen es spannend. Wie gesagt, wir haben einen Special Guest. So zwei sogar. Einer von, den hast du dir eingeladen heute. Der kommt zu dir, denn du hast heute was ziemlich Gruseliges. Gruseliges auf dem Papier. Und ja, so auf mehrere Arten gruselig, ne? Sag mal. Und so handelt es sich um The Evil Within 2, das große Projekt, das damals Resident Evil-Vater Shinji Mikami im Bethesda-Universum quasi veröffentlicht und produziert hat. Jetzt ist der zweite Teil draußen, wir konnten uns das ein bisschen ansehen und die Gemüter sind zwiegespalten tatsächlich. Das Internet findet es stellenweise ganz cool. Ich habe es gespielt und finde es schwierig. Also ich habe es mir auch gekauft. Ja, ich bin am Freitag losgezogen, weil ich den ersten Teil, obwohl der einiges an Problemen hatte, noch ganz gern gespielt habe. Und der hat eine schöne Stimmung gehabt und alles. Habe ich gesagt, okay, am Wochenende kann sich mal ein bisschen einmummeln und in Ruhe zocken. Ich habe so 2-3 Stunden gespielt und war so auch eher, okay, lass mir erstmal. Habe ich South Park gespielt und Persona. Ah, okay, da sind wir wieder beim Thema zweiter Teil anscheinend. Ja, das ist, weil sie versuchen, mit The Evil Within 2 eine andere Richtung zu gehen. Horrorspiele kennt man hauptsächlich gestreamlined, also dass du halt wirklich lineare Abenteuer hast. Und bei The Evil Within 2 hast du es halt ein bisschen offener. Du hast eine Open World in Anführungsstrichen mit Nebenaufgaben und mit Loot und hast du nicht gesehen. Und da habe ich mir den guten Sebastian eingeladen. Der macht das nämlich auch für Game 2, den Beitrag. Und da werden wir ein klein wenig in das Spiel reingucken und schauen, wie unsere Meinung dann letzten Endes ausfallen. Bin gespannt auf den Game 2-Beitrag. Ich habe damals den Game
Game One Beitrag gemacht zum ersten Teil. Da waren wir in einem hier Kleinwarenladen und haben da die Evil Withins hier einen Schock Riesen, bitte Frau Lange. Stück Gehirn, bitte Frau Lange, haben wir draus gemacht. Das war ein großer Fun, falls ihr das euch nochmal anschauen wollt. Oh ja, das kann ich bestätigen. Ich erinnere mich. You remember. Ja, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch an ihn erinnert. Sein Name ist Michael Reinke. Zerstörer der Welten, Stürzer der Alkopops und selbsternannter Profi in Elex. Es gibt nämlich noch niemanden, der das spielt. Oder wann kommt's raus? Du bist heute zu Gast und stellst es vor. Ich glaube, es kommt heute. Bam! Da hat jemand drauf gewartet. Heute kommt's raus? Ich glaube, es kommt heute raus, ja. Bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's schon länger. Mhm. Aber heute kommt's, glaube ich, raus, ja. Und du hast es schon länger, musst es länger haben. Mein denn schöner Micha. Sabine. Susi, Sabine. Ah, die Sabine. Ja, man muss es länger haben, denn Elex ist, ich meine, vielleicht kannst du mal kurz umreißen für die, die es nicht wissen. Das Spiel der Gossinger, die sind mal relativ groß, ne? Da braucht man noch Zeit, oder? Ey, das ist riesig. Das Spiel ist einfach verflucht groß und ich habe, glaube ich, gerade meine Oberfläche gekratzt mit meinen 20 bis 30 Spielstunden so. Keine Ahnung, ich werde heute nicht viel zeigen davon, weil es einfach halt so riesig ist. Aber ich werde mich bemühen, irgendwie so einen kleinen Überblick zu geben und vielleicht so ein kleines Halbfazit oder so. Weil es ist schon ganz geil, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch. Und es ist ein bisschen ja, geil. Ja, genau, das sind nämlich die Reviews, die ich auch gelesen habe. Ist ganz geil, irgendwie nicht, aber auch doch. Und ja, man ist so, ja, exakt. Ja. Genau, man muss drauf stehen. Ne, wie sagt man, Ruhrpott-Abenteuer oder wie hatten sie es genannt? Ruhrpott-Fantasy. Ruhrpott-Fantasy. Ich glaube, die hauen dir eine runter, wenn du das sagst, weil das hören sie quasi in jedem Review und das darf man, glaube ich, nicht mehr schreiben. Darf man nicht mehr. Ah, okay. Vermute ich mal, würde mich irgendwas nerven. Entschuldige ich mich dafür. Aber es ist Ruhrpott-Fantasy. Wenn es einer sagen darf, dann bist du das, denn nicht nur testest du das Spiel, kennst die Vorgänge und auswendig, du bist auch im Spiel, oder? Ja, super krass. Hast du dich selber schon gefunden? Wir haben uns auch schon gefunden. Also ich habe mit Krogi zusammen das mal, was darf ich gar nicht sagen, Spoiler-Alarm. Spoiler? Ja. Wieso darf man das nicht sagen? Komm, ein bisschen will ich jetzt aber wissen. Ja, wir haben schon mal so reingelinst. Wir haben uns noch nicht alles angeguckt, wir haben noch nicht so en detail das ausgekostet, aber wir konnten uns nicht bremsen und haben uns mal selbst angeguckt. So. Okay. Ist, so viel dazu erstmal. Ja. Vielleicht sehen wir später mehr dazu. Im Spiel. So ist es. Wie, miteinander? Kann man ja, mit euch schlafen bestimmt, im Spiel? Oder? Nee, ne? Das ist mehr so Fable-Ding, dass man Sex haben kann da, oder? Kann man jetzt ob man Sex mit uns schlafen kann? Ja. Oder ihr mit euch selbst, ja. Kann man mit euch schlafen im Spiel? Nee. Nee? Irgendwie nicht. Wir wirken auch recht spröde und unfreundlich. Also wir waren da auch ein bisschen enttäuscht. Wir haben ja jeder so drei Sätze, die sind alle unfreundlich. Also ich hätte mir am liebsten in die Fresse gehauen, okay, muss ich sagen. Also ich fand mich wirklich scheiße. Aber das ist ja auch authentisch dann. Absolut. Ein von sich selbst enttäuschter Micha heute bei New Game Plus. In circa einer halben Stunde wird es darum sich drehen. Vorher du mit South Park, dann haben wir dich mit The Evil Within. Wir gehen gleich in die Werbung, aber vorher haben wir noch eine großartige Watz, denn der Wirt ist wieder ins Internet emporgestiegen und hat herausgefunden, was alles so erscheint im Videospielkosmos. Lass uns das mal anschauen. Oh, in grün. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Coming Soon Watz der KW42. Neben dem Gothic-Spiel mit den Sci-Fi-Elementen und unseren beiden Michas als Synchronsprecher erscheint etwas Schnaftes für Freunde von theatralischem Sport. WWE 2K18 erscheint am 17.10. und bereichert uns mit einem weiteren Update des letztjährigen Spiels. Die Besonderheiten sind wie bei FIFA. Neben den üblichen Konsolen und PC erscheint WWE 2K18 dieses Jahr auch für die Nintendo Switch. Ob das Spiel Lootboxen haben wird, erfahren wir demnächst vermutlich von Gregor. Am 20.10. erscheint im Westen endlich Fire Emblem Warriors für die Nintendo Switch. Ein Musou-Spiel mit euren Lieblingsfiguren aus dem Fire Emblem-Franchise. Stürzt euch mit Lin, Ike, Roy und vielen weiteren Helden in eine Massenschlacht und achtet darauf, dass sie euch nicht wegkratzen. Denn wie auch im Hauptspiel ist Permadeath möglich. Das letzte Spiel für diese Woche ist Gran Turismo Sport. Mehr Fahrzeuge, mehr Strecken, mehr Realismus etc. etc. Ihr kennt es. Project Forza Motorsport Turismo Infinite erscheint am 20.10. exklusiv für die PlayStation 4. Das war's auch für diese Woche. Benutzt fleißig das Hashtag NewGamePlus und wir hören, sehen uns das nächste Mal. Und hier die Random Trivia. Es wird spekuliert, dass jedes Starter-Pokémon des Typs Feuer und dessen letzte Entwicklungsstufe natürlich mit einbeschlossen, auf eins der Tiere des chinesischen Horoskop basiert. Also Glumanda bzw. Glurak ist der Drache, Feuriegel die Ratte und so weiter und so weiter. Dementsprechend müssten die nächsten Pokémon entweder ein Ochse, Hase, Schlange, Pferd oder Schaf sein.
das, was man nicht alles erfährt hier, ne? Alles klar. Danke dafür. War wieder großartig. Es sind immer noch einige andere Dinge passiert. Ich glaube, du, Ilias, hast was im Internet gefunden, was man definitiv nicht immer an den Tisch kehren sollte und ganz interessant ist. Genau, vor einigen Wochen tatsächlich war das schon so, dass ein Beitrag veröffentlicht wurde von einem Kollegen auf YouTube, der ein klein wenig Recherche betrieben hat, was so bei CD Projekt Red abläuft. Und da gab es, da gibt es wohl eine Plattform, eine Yelp-Plattform sozusagen, wo man quasi ja, Arbeitgeber bewerten kann. Mhm. Und da haben stellenweise über den Zeitraum von insgesamt 2-3 Jahren viele Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter von CD Projekt Red angemerkt, dass die Firma cool ist, dass das Unternehmen, dass die Projekte cool sind, die Kollegen cool, aber das Management und generell die Organisation sehr arg zu wünschen übrig lässt und sehr unter dem Standard eines klassischen AAA-Entwickler ist. Und das Problem ist, dass man das grundsätzlich kennt, dass bei AAA-Entwicklern das stellenweise so ist, dass die Umstände da relativ schwierig sind. Und da hat es das nochmal deutlich gemacht und tatsächlich mehrere Entwickler, mehrere Leute, die das nochmal festgesetzt haben. Und der Kollege, wir können den Beitrag nochmal kurz zeigen später, der hat das dann nochmal ausgeführt. Und jetzt hat sich CD Projekt Red nochmal über Twitter gemeldet mit einem relativ langen Statement, wo sie das nochmal adressiert haben, wo sie gemeint haben, ey, wir sind ein AAA-Publisher, wir machen nicht alles richtig, wir versuchen vieles so zu machen, wie wir es für richtig halten. Wir versuchen zu innovieren und das, deswegen müssen stellenweise auch ein paar Opfer gebracht werden. Aber das hört sich sehr arg nach Ausweichen an. Das war alles sehr weird. Also man weiß ja natürlich nicht, wo die PR-Abteilung sitzt. Und sie müssen natürlich in heutigen Zeiten von Twitter, wo Leute natürlich direkt mit solchen Sachen nach außen gehen können, erstmal Schadensbegrenzung betreiben. Mhm. Weil wir haben das Buch häufig erwähnt, das Blood, Sweat & Pixels, ja, ne, wo man noch mal ein bisschen Einsicht in so Spieleentwicklung allgemein bei so AAA-Studios gekommen ist. Und keins kommt da richtig gut weg die Kultur, dass alle Überstunden machen und kaum daheim sind und Ewigkeiten unterbezahlt, sehr viel dann machen. Ja. Das wirst du in jedem AAA-Studio finden. Dass jetzt CD Projekt auch dann darunter leidet, ist, wundert mich nicht. Mhm. Na? Und ich hoffe, dass es jetzt zumindest dann dazu führt, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und wir vielleicht uns auch als Kunden dann mal darüber klar werden müssen, dass eventuell Spiele dann noch mal teurer werden, wenn da humanere Arbeitsbedingungen dann sein sollen. Weil nur das Statement, ja, das ist so, weil das so ist und jeder muss Opfer bringen, da geht mir hier die Hutschnur hoch, wenn ich Hut tragen würde. Ja, vor allem ist das abgefahren, wenn man es wirklich hautnah dann einfach liest und sich diese Plattform mal anschaut und guckt, was so die ganzen Entwickler geschrieben haben, dass vor allem die Arbeitsmoral, nachdem Witcher 3 veröffentlicht wurde und ein Mega-Erfolg wurde, immer noch stellenweise niedrig war, weil eben dadurch keine Verbesserungen kamen intern beim Studio, dass halt Gehälter nicht nochmal gestiegen sind, dass interne Strukturen nicht nochmal verbessert wurden, dass vor allem, das fand ich auch sehr interessant, dass sehr viele Führungskräfte noch sehr, sehr jung und unerfahren sind und nicht wissen, was sie überhaupt tun. Und das bei einem fetten Studio wie halt CD Projekt Red. Und da kann man sich in der Retrospektive nochmal andere Sachen erklären, wie beispielsweise 2 Verschiebungen. Das ist erst für Dezember, dann für Februar und dann für Mai angekündigt wurde. Und das sind halt alles so Sachen, die immer mal wieder bei AAA-Studios vorkommen und die auch immer wieder adressiert werden müssen, immer wieder angesprochen werden müssen und besprochen werden müssen, damit das letzten Endes auch hoffentlich in der Zukunft weiter ausgebessert wird. Lass uns doch mal ein bisschen was Positives wenigstens sagen. Auch zwar Leute, die dann in den letzten Jahren sehr hart gearbeitet haben und teilweise sich selbst verschuldet haben, damit das dann zustande kommt. Aber Cuphead hat sich 1 Million Mal verkauft. Sehr gut. Innerhalb der letzten paar Wochen. Das ist nicht wenig, besonders für so ein kleines, kann man sagen, Minispielchen. Ich glaube, das waren auch nur 2 Leute, die das entwickelt haben. Zu Beginn 2, die Moldenhauer-Brüder, glaube ich, also Geschwister, die das gemacht haben, das ist aber auch Studio MDHR, wie das Ding heißt, aber haben mittlerweile etliche Leute noch dazugeholt, aber es ist immer noch ein kleines Team. Aber die mussten in der letzten Entwicklungsphase vor allem, weil die Resonanz, da haben wir ja häufiger darüber gesprochen, wenn das immer wieder auf Messen aufgetaucht ist, ist das nur ein Boss-Game und kann man da nicht richtige Level haben? Ich hatte auch meine Bedenken. Aber die haben konsequent dran weitergearbeitet, haben sich selbst noch mehr verschuldet und jetzt ist das Spiel richtig, richtig gut geworden und die sahen auch richtig ab. Also richtig mit der, es hat super gepasst, dass so viele Leute das spielen und streamen, weil genau so ein Spiel ist es dafür. Ja, und das Gute ist, meistens wird es digital verkauft, das heißt, es ist auch kein Ende in Sicht. Mhm. Die Spiele werden nicht ausverkauft sein. 1 Million ist erst der Anfang und ganz ehrlich, wenn es eins verdient hat, ich finde diesen Look so toll und ich glaube, bin ich auch nicht der Einzige. Nicht verpassen natürlich, ich werde morgen versuchen, das Ding durchzuzocken. Ich bin kurz vor Ende im knallhart durchgenommen. Ich
Also ich hoffe es. Schwer. Ob du das schaffst, es ist super schwer. Also es hilft tatsächlich. Ich habe bisher, glaube ich, 4 Folgen gemacht. Mhm. Und nachdem ich eine gemacht habe, bin ich wieder zurückgegangen und habe die alten Bosse mehrfach nochmal probiert. Das Timing hilft. Ne? Wenn man dann einmal drin ist und die Übung hat, wie das alles funktioniert und mit den Dashes funktioniert und was die Muster sind, dann hilft das, wenn man dann weiterspielt, weil man erstmal in der Denke dann drin ist. Genau, ja. Aber es ist eben etwas, wo du dich dann auch wirklich investieren musst und beten musst, dass deine Reflexe nicht zu verkümmert sind. Okay, also, seid gespannt. Gleich nach der Sendung, sagst du? Gar nicht, morgen. Morgen. Morgen versuche ich es durchzuhauen, hoffentlich. Okay, ich wünsche dir viel Glück. One Greek, one Cup, haben wir gesagt. Ja, ja, ja. Okay, alles klar, dann verabschieden wir uns ganz kurz in die Werbung und kommen dann wieder mit großartigen Themen wie The Evil Within 2, Elex und South Park. Heute, mega geniale Sendung. Solltet ihr am besten auf VHS aufzeichnen, rate ich euch. Bis gleich. Wartet man drauf? Ich meine, ihr kennt das, oder? Oh, erst in einem Jahr kommt das super tolle Spiel, auf das ich mich freue. Und dann auf einmal, zack, ist es da. Heute ist schon wieder so ein Moment, beziehungsweise morgen. Dann kommt South Park, direkter Kulere zur Reisprobe. Der großartige Gregor hat da schon ein paar Tage gespielt, hat einen wunderbaren Speicherstand angefertigt und zeigt uns das jetzt ein bisschen. Und ich bin ganz gespannt. Wie Flitzebogen schon wieder? Also, Gregor. Ja. Ja, Flitzebogen, lass uns dann gleich mal ins Ingame rübergehen, weil wozu muss man mich vorangucken? Wir wollen was von South Park sehen. Und ja, wenn ihr das erste South Park gesehen habt, das zweite sieht sehr ähnlich aus. Aber beim ersten war es ja auch schon so, dass es sehr nah dran war, daran, wie die Zeichentrickserie ausschaut. Und auch hier haben sie den Look sehr, sehr gut getroffen. Man spielt immer noch den gleichen Charakter wie beim ersten Mal, den Jungen oder quasi die Figur, die man geschaffen hat, die jetzt in der Story fortführt. Nur die Kids spielen nicht mehr Dungeons and Dragons und Ritter und so weiter, sondern sie spielen jetzt Superhelden, wie aus den Coon and Friends Folgen, die man in der Serie gesehen hat. Ich bin hier in South Park unterwegs. Das ist ein etwas kleinerer Spielstand, ein etwas früherer Spielstand, um euch mal ein paar Sachen hier zu zeigen. Ich wohne hier in South Park und Cartman ist natürlich der Anführer von Coon and Friends. Der hat mir den Auftrag gegeben, ich soll erstmal weitere Superheldenfreunde sammeln und ich soll zu Kyle rübergehen. Der hat nämlich ein Problem. Der ist der Superheld Kite Man. Und sein alternatives Ich aus einer anderen Dimension ist hier und will nicht weggehen. Den Sound könnt ihr auch ruhig laut lassen, Regie, weil ich will natürlich auch die Sprachausgabe euch mal zeigen, denn wie gesagt, sie ist hier auf Deutsch. Du hast mich in meinem Superheldenkostüm vielleicht nicht erkannt, ich bin's, Kyle! Genau, Kyle hat mir aufgetragen, sein alternatives Ich ist hergekommen, sein Kite-Man aus einer anderen Dimension und ich muss ihm helfen, dieses Problem zu lösen. Da gehen wir gleich hoch, ansonsten aber, ihr seht, mit dem Charakter kann ich hier herumlaufen, ich kann Sachen öffnen und Items sammeln. Das sieht man jetzt nicht direkt, weil es hinter meinem Fenster ist. Da wird dann angezeigt, das ist Rohstoffe, die man findet, die man fürs Crafting benutzen kann, kann aus dem Menü, was hier über einen Handyschirm dann gemacht ist, kann ich ins Crafting-Menü zum Beispiel gehen und da Sachen craften aus verschiedenen Gegenständen, die du aus etlichen Sachen zusammensammeln kannst. Gibt es auch noch viel mehr Stuff. Ups, jetzt habe ich statt der Menü die Furztaste gedrückt. Das kann häufiger mal passieren. ich werde durch die einzelnen Punkte mal durchgehen, wenn wir den Stuff jeweils haben. Man sieht, hier habe ich mich schon umgeschaut und habe den Stuff aus den Sachen hier rüber geholt. Ich gehe mal hoch und ich zeige euch mal ein bisschen die aktuelle Questlinie. Das ist der Hauptquest, aber es gibt natürlich wie bei den anderen Spielen auch viele Nebenquests, die man machen kann. Und ja, wir gehen mal hin und gucken, was Phase ist. Human Kite ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir! Zoom! Oh hey Kyle, ich bin wieder da! Wen hast du da mitgebracht? Spielt der auch mit? Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Was, Kyle? Wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum. Wir sind super allerbeste Kumpels.
Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Humankind. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Humankind. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Humankind. Ich sag, warum können wir nicht beide Humankind sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Humankind sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's, du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Genau, du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. So, ich habe es hauptsächlich selber auf Englisch gespielt. Man kann die Sprache auch jederzeit umstellen im Spiel. Aber ihr seht, die deutschen Stimmen sind vorhanden für die Leute, die dann damit spielen wollen. Jetzt werden wir einen Blick aufs neue Kampfsystem werfen. Das hat sich nämlich etwas verändert. Wenn ihr den ersten Teil kanntet, der war mehr in Richtung Paper Mario, also klassisches Japaner-Rollenspiel-Kampfsystem mit verschiedenen Moves, die man auswählen kann, timing-basierte Attacken. Jetzt gibt es ein Grid, wo man sich bewegen kann, so ein bisschen strategiemäßig. Und wenn ihr unten links schaut, ich habe verschiedene Aktionen, die ich machen kann. Moment, R1, wir wollen wieder zurück. Komm, wenn wieder? Gregor da aussucht, hier im Chat, so, ja, freuen sich sehr, sehr viele Leute, dass es das jetzt im Deutsch gibt. Mhm. Auf der anderen Seite war eben gerade schon eine Stelle, wo ich glaube, die ein bisschen lost in translation war. Erinnerst du dich? War doch bestimmt ein Member? Ich glaube, es war kein Member, wenn ich mich recht selber erinnere, aber es sind viele, es sind die Member-Berries auch dabei. Also es kann gut sein, dass einige Sachen lost in translation sind, aber das ist nicht weniger als bei der Serie, würde ich sagen. Ich zeige euch kurz, wie es mit dem Kampfsystem hier funktioniert. Also ich habe eine gewisse Reichweite, wo ich gehen kann. Hier ist es relativ klein, also ich kann mich also noch überall hin bewegen, wo ich will. Unten rechts wird die Abfolge der Charaktere gezeigt, da wir nur 2 sind, ist es dementsprechend einfach zu sehen, wer wann rankommt, jeder nach dem anderen. Ich kann auf der unteren rechten Seite mit Viereck, Dreieck und X jeweils eine Aktion aussuchen. Mit Viereck würde ich einen brutalen Schlag machen. Hier kann ich zum Beispiel sehen, ich muss den Charakter vor mir haben, den Gegner, und ich würde 24 Hitpoints abziehen damit. Ich kann mit Dreieck einen Sturmangriff mit Rückschlag machen. Der ist ganz praktisch, wenn ich mehrere Gegner und eine größere Fläche habe. Dann kann ich ihn nämlich rammen und der Gegner fliegt nach hinten und in andere Leute rein. Oder das hier ist ein Gastroschlag. Ja? Ich kann quasi mir ein Feld aussuchen, um mich drum herum kommt eine Giftfurzwolke. Die ist auch sehr gut, wenn man dann eingekesselt ist von Gegnern, sodass man sie alle vergiften kann. Hier sind Statuseffekte wirklich auch ziemlich wichtig, weil die sind relativ stark. Ich werde das mal mit dem Furz jetzt hier machen. Der zieht zwar nicht so viel ab, ihr seht nur 10 Hitpoints, aber er macht den Vergiftet-Zustand. Wenn man es auswählt, hat man noch die Möglichkeit, ein bisschen weiterzuhelfen. Und da habe ich ihn jetzt vergiftet. Er hat die gleichen Attacken, die Humankind hinten hat. Kann er sich jedenfalls aussuchen im Spiel. Ihr seht, er ist vergiftet, dadurch verliert er jetzt Hitpoints. Oben die Leiste ist so eine sogenannte Superleiste, die man aufbaut, um super Spezialattacken zu machen. Die muss man natürlich alle sammeln, freischalten und so weiter. Ich würde jetzt mal die Laserfaust machen. Und hau rauf. Oh, da habe ich das Timing nicht richtig erwischt, sonst hätte ich mal auch ein bisschen Bonusschaden gemacht. Jetzt ist er wieder dran. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mache den Schaden wieder rückgängig, ja? Typischer Paralleluniversums-Bullshit. Und natürlich alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern gemacht. Jetzt hat er gesagt, nee, die Regeln gelten nicht, ich werde mich mal wieder heilen. Das ist alles noch in der Tutorial-Phase, wo man nach und nach sieht, Gegner können sich heilen, können anderes Stuff machen. Was mir übrigens sehr gefällt, ich weiß nicht, ob wir in der Vorstellung hier noch dazu kommen, wenn man draußen einen Kampf hat, man macht den auf der Straße und ab und zu fahren Autos durch und dann gehen die Kinder alle auf den Gehweg und gehen dann wieder zurück auf die Straße, um den Kampf fortzuführen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Okay, ich mache mal die dritte Attacke jetzt. So, das Timing habe ich jetzt hier erwischt. Wenn da noch mehr Gegner wären, ich hätte ihn jetzt reingerammt in andere Gegner und die damit umgehauen. Oh, und er hat nach einer Auszeit gebeten, ich habe mich nicht dran gehalten. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle, die hat doch einen großen ideellen Wert. Alter, Humankind ist ein Alien. Ich habe bis jetzt schon einiges an Kämpfen gemacht und es wirkt erstmal ein bisschen simpel. Also, es sind viele Sachen dabei, die man schon vom Vorgänger her kannte. Man muss erstmal eben mit diesem Grid zurechtkommen, vor allem, wenn man auch gegen viele Charaktere da macht. Der hat sich jetzt einen Schutzschirm gemacht, der wird durch die blaue Leiste über seine Energieleiste angezeigt. Der hat quasi extra Bonus-Hitpoints, um die zu machen. Es funktioniert ganz cool. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell ein bisschen langweilig wird. Also langweilig in der Sache, wenn man immer wieder gegen Random Encounter und x-fach Gegner erstmal
fünf Gegner, fünf Charaktere, die ich habe und so weiter, dass die Partien relativ lange dauern können. Aber bisher ist der Punkt noch nicht eingetreten bei mir. Ja, ich muss erstmal ihm, ich hau da nochmal weiter ran. Ihr seht, ich ziehe ihm nicht die Energie selber ab, sondern sein Schutzschild. Den ich jetzt hier umzügen kann. So, Schaden von oben. Okay, sein Super Ultimate. Oh Gott. Okay, der Zorndrache aus einem anderen Universum. Da müssen wir uns sehr... Ja, müssen wir eigentlich nichts tun, weil er ist gestolpert und hat selbst sich seine Hitpoints alle abgezogen. Oh. Wir haben gewonnen. Wie gut. Und haben die Sachen bekommen. Also viele der Kämpfe, die laufen natürlich auch normal ab, aber jeder hat so kleine, augenzwinkernde Sachen, die mit dabei sind, wie man es von den South Park-Spielen, aber auch von South Park her aus kennt. Ich überspringe mal jetzt die Cutscene kurz hier, weil wir wollen natürlich ein paar Sachen jetzt hier noch zeigen, was wir alles anstellen können. Was uns der Quest hier gebracht hat, ist quasi, dass Kyle mit zu meiner Party gestoßen ist und ich ihn jetzt über ihn verfügen kann. Wenn ich dann einen Kampf habe, kann ich ihn dazu holen, dass er einen der Slots dann mit übernimmt. Hier hätte ich meine Charakterwerte, die ich nachher dann mit Level-Ups aufwerte. Ganz wichtig, Kunstagram. Also Instagram für Kuhn and Friends. Ich muss Selfies machen mit den Leuten da draußen, weil mein Popularitätsgrad wird davon bestimmt, wie viel Follower ich auf Kunstagram habe. Und dazu muss ich rumlaufen und Selfies mit Leuten machen. Jetzt, da ich Kyle dazugeholt habe, kann ich ein Selfie machen und ich habe einen neuen Follower, weil man followt sich natürlich gegenseitig. Und damit steigen auch entsprechend Level. Man muss durch die ganze Stadt durchgehen und versuchen, mit den meisten Leuten Selfies zu machen, weil das den eigenen Bekanntheitsgrad und damit den Erfolg der Superhelden damit erhöht. Und manche von denen haben dann eben Bedingungen, wie man diese Selfies machen kann. Die sagen, oh, du bringst mir erstmal ein Item oder ich finde, du bist noch nicht beliebt genug, komm doch mal später wieder und so weiter und so fort. Also es ist auch ein wichtiges Element, dass man schaut, wie viele von den Selfies man anstellen kann. So, ich guck mal kurz auf die Quest drauf, auf die Karte. Und ja, man sieht viele verschiedene Charaktere. Das ist ein Subquest, den ich habe. Bei Randy Marsh wurde das Auto zerkratzt. Ich muss herausfinden, wer das ist. Aber mein Hauptquest selber würde mich rüber zu Craig führen. Das ist nämlich der nächste Charakter, den ich dann angehe. Und der hat ein anderes Problem, mit dem ich umgehen kann. Ich werde mich mal auf den Weg zu ihm da hinaus machen. Bevor wir das machen, ein sehr wichtiges Element. Ich habe gesagt, es ist wohl das einzige Spiel, was ich kenne, was A, eine Taste zum Furzen hat und B, eine zweite Taste für Schleicher. Ist wichtig. und du kannst in jede Toilette kacken, die du findest. Und das solltest du auch machen, denn ich glaube, es gibt sogar ein Achievement dafür, dass man in jede Toilette kackt, die in dem Spiel vorhanden ist. Und jede hat unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die mit einem Minigame mit verbunden ist. Also ich muss mich erstmal fokussieren und dann den Kackvorgang starten. Hier zum Beispiel in der ersten Stufe muss ich Dreieck drücken, das ging relativ easy. Hier muss ich dann meine Furzkraft wieder aufsammeln. Dann muss ich ein bisschen mit dem Hintern wackeln und Dreieck drücken. Coole Moves. Und jetzt muss ich es rausschütteln. Und diese Toilette wurde eingeweiht. Ist jetzt abgetragen. Eine der Bonussachen. Ich habe auf meinen Wert enthusiastischer Klomeister gerade mindestens die Hälfte gefüllt damit. Ich muss noch ein Klo finden und dann kann ich die Werte immer weiter steigern. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das stärkt wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, meinen Furzwert, der sehr wichtig in den vergangenen Spielen war und sehr wichtig in dem hier ist. Ansonsten, auch wenn es nicht der gleiche Hersteller eben ist wie der erste Teil, Obsidian sitzt eben nicht mehr dran, sondern bei Ubisoft ist es entstanden. Die haben ja auch ein bisschen länger gebraucht, das wurde ja auch mehrfach verschoben. Es fühlt sich aber sehr gut an und es bekommt ja auch dann ganz gute Wertung hier. Hier Randy, hatte ich kurz erwähnt, der steht draußen und macht sein Auto sauber. Nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Das wurde zerkratzt, das Auto. Ich muss herausfinden, wo es ist. Wenn ich diesen Subquest machen möchte, müsste ich irgendwo rausfinden, wie ich nachts wieder zurückkomme und diesen Subquest dann starten. Ich kann Sachen hauen, wie zum Beispiel seinen Briefkasten und da Stuff rausnehmen. Der Opa, der will mit mir kein Selfie machen zum Beispiel, denn er sagt, mein Neffe, bring mir, oder mein Enkel, bring mir doch bitte ein Kondom. Erst dann mache ich das, weil das braucht er für seinen... Was auch immer. Okay. Ne? Das ist also hinter einem Quest versteckt. Oder hier, wenn ich mit der Schwester von Kyle ist es, ne? Oder? Nee, von Stan. Vergiss den Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Die macht auch erst mit mir ein Selfie, wenn ich dann mehr Stuff hier drauf habe. In den ersten Spielstunden öffnen sich die Systeme immer weiter und weiter. Was noch dazu kommt, South Park ist ja relativ groß. Ich weiß jetzt nicht, ob das Layout exakt wie beim ersten Teil ist. Ich habe es eben damals durchgespielt, aber es kann gut sein, dass sie hier für den zweiten Teil ein bisschen angepasst haben.
Warte mal, L1 war das. Und die Karte öffnen. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Gebiet, was man dann für, ja, bestreiten kann. Viele Läden, viele Häuser, die man untersuchen kann. Bonusgegenden und so weiter. Es gibt eine Quick-Travel-Funktion, die man später freischaltet, wo man dann schneller sich hin und her begeben kann, sodass man nicht immer laufen muss. Aber auch so findet man natürlich sehr viel, was man machen und anstellen kann. Also man kann viele Garagen öffnen. Das ist mein eigenes Haus hier. Das habe ich schon durchsucht. Das ist eine Leiter aber. Da komme ich noch nicht hin. Da habe ich noch nicht die Fähigkeit, wie ich diese Leiter... Okay, da weiß ich noch. War ich im ersten Teil oben. Ja, da warst du im ersten Teil, da hast du ein paar Sachen versteckt wahrscheinlich da drin. Und den Part kennt man hier natürlich, die Bushaltestelle, die berühmte. Kann ich das Schild mal hauen, dann ist dahinter. Aber die Sechsklässler. Oh shit. Das sind Sechsklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ihr habt doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefer... Ganz vorsichtig an denen vorbei, weil die hauen mich sonst kaputt. Cartman steht natürlich mit uns als Chef von Cool & Friends in Kontakt und er gibt uns die Aufträge. Also, hier wird gerade jemand verprügelt von dem Sechsklässler. Ich gucke im Untersuchungsmodus, ich kann diesen Gegner anvisieren. Untersuchungsmodus ist ein bisschen so wie der Detective-Mode bei Batman, nur dass man hier später Items anwenden kann oder zum Beispiel diesem Gegner einen Furz ins Gesicht hauen. Und jetzt kann ich ihm eine anhauen und habe einen Vorteil im Kampf. Also ich habe ihn gestunt und jetzt kann ich den Kampf hier starten. Dadurch, dass ich Human Kite dazu bekommen habe, ist er jetzt in meiner Party erstmal mit drin. Also bis zu 4 Plätze sind es am Anfang, die man machen kann. Und hier sieht man, so sieht es schon eher aus, wenn man ein bisschen größeres Gebiet hat. Ich gehe nach vorne. Der nächste wird der Gegner sein, der angreift. Schwinger der Gerechtigkeit, der einen Rückstoß verursacht. Wir machen das. Timing war richtig und der Gegner wurde nach hinten gehauen. Wenn da noch ein Gegner gewesen wäre, den hätte man damit getroffen, da wird es auch nochmal abzugeben. Also da gibt es sehr viele Sachen, die man beachten kann, obwohl es simpel wirkt. Ein feuchter Fuzzi, der mir natürlich Energie abzieht. Ich kann auch dazu mal Tasten drücken, um da entsprechend bei richtigen Timing weniger Schaden zu bekommen. Ich bin drin. So, Human Kite hat verschiedene Funktionen, zum Beispiel Laseraugen, mit denen ich aus einer weiten Entfernung angreifen kann. Ich könnte Heilung machen, die brauche ich jetzt noch nicht, aber man sieht, dass es dann entsprechend dann so verteilt. Mit X Schwindelwind bin ich meinen Kollegen schütze. Ich mache das jetzt hier und habe quasi jetzt auch zusätzlich zu meinen Hitpoints Schutzschild bekommen. Also das ist auch ganz nützlich, weil die Gegner teilweise doch recht viel Energie abziehen. Ich gebe dem mal einen Furz. Gab es nicht im ersten Teil auch so alte mit Fähigkeiten? Ja, genau. Die muss man nach und nach freischalten. Und natürlich diese Leiste, die man oben sieht, muss sich erstmal komplett aufbauen. Die Kämpfer am Anfang hier bei diesem Spielstand sind noch nicht so lange und umfangreich, dass ich die komplette Leiste voll machen kann. Aber natürlich gibt es hier auch dann die Spezialfähigkeiten, die noch umso mehr supermäßiger drauf sind. Human Kite würde ich jetzt mal angreifen lassen. Mit seinen Laseraugen. Ich hoffe, dir hat die Laserbehandlung gefallen. Du kannst die Schutzbrille jetzt abnehmen. Ich würde nochmal zuschlagen. Der ist zum Glück zwar ein Sechsklässler, aber noch nicht so schwierig. Vierklässler versohlen, geile Sache! Und die Lava natürlich sehr viel. Es sind ultra viele Sprüche dabei und das trägt auch viel zur Stimmung und sind auch sehr viele Gags drin. Also das haben sie schon ziemlich cool gemacht. So, mal gucken. Heilung brauche ich nicht. Schwindelwind brauche ich nicht. Nee, da mache ich nochmal Laseraugen. Sollte nicht ganz reichen. Wow, du bist so mutig. So, und einmal noch mal hauen. Und das war's. Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet? Es gibt so ein paar storybasierte Kämpfe wie den, den wir gerade jetzt hier hatten. Das ist natürlich, um die Sachen noch kennenzulernen. Aber häufig lauern dann verfeindete Gangs, nennen wir es mal so, wie die Sechsklässler, die mich nicht mögen. Oder andere Gruppierungen wie Ninjas oder Crab People, mit denen ich vielleicht nicht so gut stehe. Lauern mir dann auf und ich kann mich entscheiden, laufe ich zu denen hin, mache den Kampf oder versuche ich vor denen zu flüchten. Also man muss zum Glück nicht viele von den Encountern machen, wenn man nicht möchte, aber es hilft natürlich fürs Aufleveln. Dadurch, dass ich den Kollegen hier gerettet habe, macht er natürlich auch sehr gerne ein Selfie mit mir. Ich kann die Stimmung für mich natürlich auch verändern oder die Position. Schwenken wir mal ein bisschen hier rein. Es hilft natürlich immer, wenn es abgeschnitten ist, Foto machen. Freuen wir uns beide. Peter Mullen gehört jetzt auch dazu. Und mein Influencer-Level, der steigt. Dafür habe ich sein Paket kaputt und habe da ein bisschen Schrott bekommen, den ich nachher zum Craften brauche.
Ups, jetzt habe ich außerdem mal gefurzt. Kann passieren. Aber ja, wenn man den ersten Teil kannte, es soll auf jeden Fall sehr umfangreicher sein. Cartman lässt mich hier gerade nicht vorbei, weil ich schon an dem nächsten Storypunkt angekommen bin, wenn ich hier mal kurz auf die Karte gucke. Dieses Spiel soll umfangreicher sein, um einen Punkt nochmal zu Ende zu führen. Ich glaube, für den ersten Teil habe ich so 14, 15 Stunden gebraucht. Jetzt soll man anscheinend um die 30 Stunden Spieldauer hier haben. Ich hoffe, dass es dann nicht zu auseinandergezerrt ist, dass man auch normal vernünftig spielen kann und dann nicht du merkst, oh, jetzt wird Spielzeit gestreckt, ich muss noch die Gegner besiegen oder da aufleveln. Weil im ersten Teil war das sehr, sehr gut gepaced, fand ich. Also da hat man auch immer wieder was Neues gehabt zum Zocken. Es ist viel Potenzial vorhanden durch diese Superhelden-Nummer, da können sie storymäßig was machen und gameplay-technisch. Ich würde auch ganz gern wieder nach Kanada kommen, für die Leute, die damals in Kanada gewesen sind. Ja, da müsste ja eine Mauer jetzt sein im zweiten Teil. Aber ich erinnere mich, im ersten Teil war es so, dass Trey Parker und Matt Stone da ganz tief mit drin waren und arg mit beteiligt waren. Wie ist es denn jetzt am zweiten Teil? Da sollen sie mindestens genauso involviert sein. Ich meine, die sprechen ja den Großteil der Stimmen sowieso, wie vorher. Und die würden sich nicht nehmen lassen, auch da mit dabei zu tragen. Was ich hier für Crack machen muss, Super Crack, der natürlich das Superman-Äquivalent hier ist. Ich habe eine neue Fähigkeit bekommen, ein neues Item, nämlich mit dem Detektivmodus kann ich jetzt Feuerwerk wegschmeißen und ich kann Sachen, wo dann entsprechend so Cracks sind, kann ich dann aufsprengen und zum Beispiel hier sein Meerschweinchen finden für ihn. So, Meerschweinchen, komm her. Ich muss es fangen, aber es hat sich versteckt. Da muss ich, glaube ich, dann nochmal ein bisschen was aussprengen. Aber zum Glück, das Meerschweinchen hat es überlebt. Auch alles noch Übung für die verschiedenen Sachen. Hier wird auch gezeigt, man kann teilweise mit der Umgebung auch interagieren, um Leitern zu verschieben und anderen Stuff. Schalte seinen super empfindlichen Geruchssinn mit deinem Arsch aus. Achso, ja genau, ich muss ihn erstmal ohnmächtig furzen. Sehr gut. Und dann torkelt er raus und macht das was. Es gibt sehr, sehr viel, was man im Spiel zeigen und machen kann. Also ich konnte jetzt noch nicht ultra viel in die Tiefe gehen. So ein Rollenspiel kannst du auch nicht direkt alles erklären, aber von dem, was ich bisher gespielt habe, scheint es auf jeden Fall ein ziemlich würdiger Nachfolger zu sein. Für die Leute, die es in Deutsch spielen wollen, es ist auch eben in Deutsch vorhanden. Und bleibt gerne dran nach New Game Plus, da werde ich noch mal ein bisschen ausführlicher einen späteren Spielstand zeigen. Und da werden wir in Ruhe entspannt mal eine Stunde uns die ganzen Sachen gemeinsam angucken können. Mein Daumen hoch gibt es. Sehr, sehr gutes Spiel, die Wartezeit hat sich gelohnt. Und ja, wenn ihr South Park mögt, könnt ihr damit nicht viel falsch machen. Entschuldigung. Macht nichts, Gregor. Kein Ding. Kann jedem mal passieren. Ja. Ja, interessant, oder? Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut doch mal auf southpark.com vorbei. Denn es scheint so, als wäre die letzte Folge von South Park, die letzte Woche lief und auf dieser Seite für umsonst schaubar ist, als wäre das die Vorgeschichte von der spektakulären Zerreißprobe. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe es mir schon reingepfiffen. War ganz lustig. Und ihr kennt South Park. Kann man nichts falsch machen. Jetzt gehen wir eine Runde in die Werbung und dann kommen wir wieder mit dem großartigen Micha und Ilex. Yeah, bis gleich. Na, es geht. Lange nicht mehr hier gewesen, ne? Ja. Wann war das? Nein, das stimmt gar nicht, weil letztens erst da warst du nicht da. Mhm. Ja, was hab ich da gezeigt? Project Cars. Project Cars 2. Project Cars 2. Ja, der Mann, der, wie hießen wir früher noch, bevor wir New Game Plus hießen? New Game Daily, hätte ich fast gesagt. New Game Plus Daily. Nee, Game Plus Daily. Und davor war Game Plus. So lange ist das her, das ist von uns selber nicht mehr. Das ist nämlich der Mann, der die ganze Sendung geschrieben hatte und jetzt haben wir ihn wieder. So schließt sich der Kreis. Ja, ne? So, du kannst dich Autor nennen. Wir haben nichts gefreestylt, es war alles durchgeplant. Die ganze Was die Leute nicht wissen, wir haben uns sehr an dein Skript halten müssen, sonst gab es Schellen. Die ganze Zeit, ja. Ja, so ein bisschen ist das so. Wir haben aber jetzt noch, ich merk's, ich will es so ein bisschen hinauszögern, weil ich es so geil finde. Mhm. Und das ist ja wie beim Bumsen, du willst ja nicht unbedingt zu früh kommen, sondern versuchst ein bisschen langsamer zu machen. Das ist, Das vor allem, ist wenn man weiß, dass wenn es losgeht, es dann auch sehr schnell geht. Richtig, richtig. Ja, man hat nur eine Chance und genauso ist das mit unserem heutigen Thema und dem großartigen Micha. Und nicht nur das, du setzt auch noch einen drauf, oder? Was kann man da jetzt bei Facebook lesen? Die Zuschauer haben nämlich da schon was entdeckt, was eigentlich geheim war, oder? Ja, ey, keine Ahnung, wer da schon wieder dumm war bei uns im Haus. Der kriegt auf jeden Fall eine Schelle. Ja, die unglaubliche Neuigkeit, falls ihr noch nicht auf Facebook gewesen seid, ist, das, was ihr jetzt in diesem Trailer seht,
War, für den wir keine Kosten und Mühen gescheut haben, der unfassbar teuer und gemacht wurde gestern Abend in 3 Minuten. Und ja, den habe ich ausproduziert vorhin und zieht's euch rein. Das ist einfach geil. So, und jetzt pressen. Wir brauchen noch mehr Geburtsnebel. Herr Doktor, wir brauchen mehr Geburtsnebel. Mehr Geburtsnebel. Mehr Geburtsnebel. Ah, da ist es. Ihr Kind ist das hässlichste Kind, was hier geboren wurde. Ich liebe es. Aber es ist wunderschön. Sie darf ab jetzt hier sitzen. Ich liebe es. Denn ab jetzt geht es weiter mit dem... Was? Mit dem Let's Play zu Elex, was genauso gut wird wie zu Gothic 2. Yeah. Das ist ja großartig, schalte ein. Ja, yeah. Explosion, Explosion. Okay, ich drück noch auf das. Okay, ja, okay. Und ich, kann man weniger als einen Take machen? Das wirkt so ein bisschen, ne? Ihr habt den Lust gehabt, genau. Zwei Takes davon, auf das jeden war, Fall. Das war sogar der bessere. Ja, ja, das war der bessere von 2 Versuchen, die du gemacht hast. Und du hast es geschrieben, oder was? Ja, auch das habe ich geschrieben, ja. Geschrieben, ja. Damals logisch durchgestylt. Wo habt ihr denn ein Babyskelett her? Willst das weiß ich nicht, das wissen, lag oder? Da so rum und daraufhin ist der Trailer entstanden. Ich weiß gar nicht, was wir sonst gemacht hätten. Gott, oh Gott. Aber dadurch eine spontane Dramaturgie... Habe ich drauf. Glaube ich dir, weiß ich ja auch eigentlich schon. Mm. Und du kannst es jetzt nochmal beweisen, denn wir haben jetzt fast eine halbe Stunde mit dem geilen Elex und Micha, komm, schieß los. Ah, ich hab so jetzt auch mal raus hier. Was denn hier? Ist hier schon wieder Text? Ja, nicht, schon wieder nicht was auf meinen Rechner springen, das ist jetzt gerade verboten. Alter, wie der ist voll aufgeräumt, dein Desktop. Ja, so sieht das aus, wenn man kreativ... Ja, ne, gehört so, oder? Ach so, du willst jetzt hier so schräg spielen? Ja, ist das so. Das ist doof, wenn ich so sitze, ne? Ja, muss ich ein bisschen zurücklehnen. Okay, mach ich. Also, stell mir Fragen. Sehr gerne. Zum einen habe ich auch ein Stündchen reingeguckt. Oh, echt? Aber ja. Auch gespielt oder nur geguckt? Ja, gespielt. Ich habe eine Stunde gespielt, bis ich in diese Hauptstadt, also die erste Stadt quasi kommt, bis man ankommt. Aber dann war da so viel Gerede, und das gehört ja eigentlich auch so, aber man muss auch so ein bisschen einfach in der Stimmung sein, um sich einmal so 3 Stunden am Stück zulabern zu lassen, weil genau das erwartet mich, glaube ich, wenn ich das erste Mal eine Stadt in Elex betrete, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also... Sag mal, wie fandest du es denn so? Ey, also ist grafisch echt nicht so geil, besonders das ist Lighting. Also so Schattenspielereien oder Lichtspielereien sind vollkommen futsch. Ich meine, die Bodentextur hier muss man nicht viel zu sagen, aber sorry, wie cool die Welt wieder ist, ne? Ja. Du gehst los und in den ersten 5 Minuten, bevor es losgeht, kommst du nicht an eine Kreuzung. Du kommst aber an eine Kreuzung mit 6 Abzweigungen. Mhm. Eine... Hexerkrung, oder wie man sowas nennt. Also, ja, ey, du sagst es. Ich finde auch, der erste Eindruck von Elex, wenn man es losspielt, ist tatsächlich wieder dieses Gefühl, nicht nur die Welt ist groß und sie geht in 6 verschiedene Wege, sondern auch, ich habe Bock, da hinzugehen, weil wieder alles so handcrafted-mäßig ist und hinter jedem Stein liegt ja auch wirklich irgendwas Geiles, eventuell. Ja, ja. Nicht so wie in anderen Spielen, weil der Stein vielleicht von irgendeinem super krassen Mutanten bewacht wird, für den du einfach 1000 Level zu schwach bist, so ungefähr. Ja, ja. Das heißt, und das ist wieder das alte... Achtung! Da kommt ein... Nee, da ist ein Gezähmter. Das ist ein Gezähmter. Die laufen hier so rum. Ich bin übrigens halt bei den Outlaws, das ist eine der Fraktionen. Ich zähl mal kurz auf. Bei Elex gibt es 4 Fraktionen. Früher gab es ja immer nur 3. Sie haben aufgestockt auf 4. Alter Schwede. Wow. Das eine sind die Outlaws. Das sind so Badass Mad Max-Typen, die hier so rumlungern. Die wohnen in der Wüste. Mhm. Und das sind so die ganz toughen Boys, die sich an keine Regeln halten und die alle super derbe sprechen und nur aufs Maul hauen wollen und so. Ja, okay. Also quasi Piranha Bytes konzentriert. An dem Typen darf ich zum Beispiel nicht vorbeilaufen. Eventuell wird er dann gleich wieder Kohle von mir haben, weil solange ich ihn nicht beeindruckt habe, wie im echten Leben, wird er immer Geld haben, wenn ich an ihm vorbei bin. Ja, normal, ne? Ja. So, ich mach vielleicht Jetpack. Alter! Oh, da seht ihr auch schon die nächste Neuerung. Denn egal wo man ist, man kommt mit dem Jetpack immer schneller hin und egal was man sieht, man kann da oben drauf. Ihr seht die Bergspitze, ihr seht irgendwas, was echt auch wirklich verdammt hässlich gestaltet ist, wo du denkst, da sollte man nicht lang gehen. Mhm. Dann fliegst du da 5 Minuten lang hoch und dann ist da aber doch wieder was. Das finde ich so geil in dem Spiel. Und bist du mal auf so eine Bergspitze tatsächlich? Und was genau hast du da gefunden? Erinnerst du dich daran? Ja. Also oder beziehungsweise, was war das Überraschendste, was du Also bis jetzt habe ich noch nicht. Das Spiel ist, wie gesagt, gigantisch. Und ich habe, das kann ich mal das Questlog zeigen. Das ist einfach nur proppe, voll. Und ich habe noch nichts davon auch nur ansatzweise angefangen, weil das einfach so pervers vollgestopft ist mit irgendwelchen Zeugs. Ich habe die Quests erstmal alle nur angenommen, habe ein paar davon gelöst. Man kommt noch nicht dazu. Ich bin noch auf keinen Berg gekraxelt, weil man überall so zugespammt wird mit Quests. Aber das ist ja gerade das Geile daran. Ja, ja. Und Elex hat dann halt seine Stärke, wenn man eben nicht diesen Quests folgt, das ist ja bei Gothic 2 auch schon so gewesen, sondern man auf eigene Kappe loszieht und mal guckt, was auf der Bergspitze ist. Aber ich muss zugeben, ich habe es bis jetzt kaum gemacht. Einmal habe ich es gemacht, da habe ich mir die Haxen gebrochen. Aber ja, man entdeckt auf jeden Fall was. So viel ist sicher. Also es gibt jetzt einfach keine leeren Orte oder so. Aha. Und das ist schon echt ganz geil. Und ich will euch jetzt auch nicht mit irgendwelchen Quests langweilen und so weiter. Ich kann euch nur mal... Ui, hier seht ihr zum Alter, Beispiel... Alter, was ist das denn? Das sind ekelhafte, widerliche Spinnen.
Wieso denn so viele? Bestien, die alle viel zu stark für mich sind. Auch das habe ich ja gerade schon gesagt. Das ist eine Fleischgrille. Ach klar, eine Fleischgrille. Alter, so. Die verliert ja gar nichts. Ja, die verliert eben gar nichts. Ihr seht es, ich habe hier so einen mittleren Spielstand genommen, da kann ich einfach auch noch gar nichts. Alter, also, guck mal, die haben ihre Vagina auf der Brust. Siehst du das? Ja. So habe ich es noch nicht gesehen, aber ihre Vagina ist auf jeden Fall ganz schön bissig und tödlich. Im Grunde kann ich jetzt nur fliehen. Ich ziehe jetzt mal meine Waffe weg so, und gehe einfach mal weg so. Und renn am besten mal. Oh, ja. Vielleicht kriegt er das ja gebacken mir. Guck mal da. Das ist auch Gothic-Style. Lass dir von anderen helfen. Der wird es wahrscheinlich sterben. Und mal schauen, vielleicht ist er dann der Typ, der mich immer belästigt. Vielleicht ist er dann für immer tot, ne? Der ist dann vielleicht für immer tot. Und dann steht er nämlich, wow, die Geschichte wird das beeinflussen, dass der gerade gestorben ist. Hatte ich schon ein paar Mal. Oh! Auch das wird vielleicht die Geschichte beeinflussen. Wie ist das denn jetzt passiert? Können die zaubern, diese Vagina spinnen? Die müssen, das war der magische Queef. Ja. Magische Queef, sagt der Gregor. Also, es ist ein bisschen schwer zu präsentieren, dieses Spiel. Ihr habt gerade gesehen, es passieren unvorhergesehene Ereignisse passieren ständig. Die Welt hat so ein ziemliches Eigenleben. Die Monster kloppen sich ja ständig gegenseitig und so weiter. Und ich hatte angefangen von den Fraktionen. Wie gesagt, das sind die Outlaws. Es gibt noch die Berserker. Das sind so Wikinger-Style-Typen, die... Die habe ich getroffen am Anfang. Hätte aber auch anders enden können, oder? Ja, hätte auch anders enden können. Also theoretisch kannst du ja... Du läufst am Anfang ja eh immer nur weg vor den Viechern. Insofern hättest du auch in der Wüste vor irgendwas weglaufen können und dann wärst du zuerst hier angekommen. Ah, okay. Das macht schon echt alles Sinn. Ich muss gerade mal gucken, ob ich mich irgendwo hinbeamen kann, damit ihr mal was anderes seht. Ich würde gerne irgendwas so mit ganz viel Flora sehen, so hübsche Bäume und Gräser. Ja, das ist quasi das Land, wo du warst. Ne, das ist so ein bisschen Gothic 2-Style. Der Anfang meinst du? Genau. Mhm. Ihr seht hier diese Beam-Punkte, Goliath zum Beispiel. Das ist so ein bisschen mehr mit Natur und so. Und das können die ja auch, die Piranhas. Wobei ich die Grafik diesmal nicht ganz so gelungen finde. Das haben die sogar in alten Spielen schon besser hinbekommen. Ich finde, das sieht alles recht beliebig aus. Das muss man ihnen schon vorwerfen. Das ist halt hier ein bisschen Schwarzwald, da ein bisschen Wüste. Es hat alles nicht so wirklich den eigenen Charme oder den eigenen Style. Es ist relativ austauschbar, finde ich. Mhm. Genau wie ja man kann es jetzt cool finden, dass hier ein Wikinger rumläuft, der Duras heißt. Und daneben, keine Ahnung, Otto der Zauberer. Ja. Letzten Endes ist dieser Stilmix das, was das Novum ist, gleichzeitig aber auch das, was vielleicht ein bisschen uncool ist. Also ich finde, sie haben es nicht geschafft, dass das alles so, ich laufe mal einfach ein bisschen durch die Gegend, genau. Dass das alles so, übrigens ist Duras mein Begleiter, den baue ich auch, sonst sterbe ich noch schneller. Alter, guck mal, ein Wasserfall, sieht aus, wenn da Federn runterfallen würden, siehst du das? Ja. Ein Federwasser, oh. Ich fliege hier mal so ein bisschen rüber. Was ist das Gelbe da? Ach, weiß ich nicht. Kannst du das einsammeln? Aua. Nee. Okay. Du bringst mich immer raus. Ich weiß nicht, was ich gerade erzählen wollte. Du wolltest gerade schauen, ob hinter dem Wasserfall eine Schatzkiste Nee, das wolltest du. Muss das nicht so sein in einem Piranha-Ball-Spiel? Irgendwo ist garantiert ein oder zwei Wasserfälle versteckt. Ja, ich denke, wenn ich da runterspringe. Aber egal, was da ist, aktuell bin ich noch zu schwach bei dem Spielstand. Ich müsste jetzt quasi mit erster Fraktion anschließen, weil Rüstungen sind sehr selten. Aha. Und erst dann kann man überhaupt so zwei, drei Bisse wegstecken. Also was jetzt hier so rumläuft, kriege ich vielleicht kleingekloppt. Müssen wir mal schauen, vielleicht so ein Raptor oder so. Ja, vielleicht irgendwas Kleines, weil häufig ist ja bei Piranha-Bytes-Spielen immer, wird viel diskutiert über das Kampfsystem, ne? Wie ist das hier? Das Kampfsystem ist ein bisschen anders als früher. Also es fühlt sich noch ein bisschen an wie Gothic, hat aber so ein paar Einschläge von Dark Souls durchaus. Oh. Ach, er hat Dark Souls gesagt? Er hat Dark Souls gesagt und das seht ihr in erster Linie daran, dass man halt einen Ausdauerbalken hat. Ich muss mal gucken, ob hier jetzt mal irgendwas rumläuft, was ich hauen kann. Boah, früher oder später kommt schon was. Ich finde das schon ganz geil, wenn du einfach mal gerade da vorne ist zum Beispiel, ja. Okay, den können wir mal probieren. Ach, da rechts, okay. Was genau, das ist so ein verseuchter irgendwas. Ja. Und was ihr jetzt seht, ist quasi Ausweichrolle schon mal. Geht. Nice. Ne? Dann Kombo-System. Das ist Piranha-Bytes-mäßig typisch. Ja, ja. Wobei, dazu sage ich gleich noch was zum Kombo-System. Das ist nämlich ein bisschen tricky. Und Ausdauerbalken. Da oben die grüne Leiste im Kreis, die du da siehst. Okay. Blaues Mana. In dem Moment kannst du nichts mehr machen. Du bist außer Atem, machst keinen Schaden mehr. Ja, ist klar. So, aber das ist eben kombiniert mit dem Kombosystem. Das heißt, der Schaden steigt enorm an, je öfter du nacheinander triffst. Ja, ja. Und das ist am Anfang ein bisschen frustrierend. Loot ihn. Tatsächlich, weil. Guck mal hier, der schwerfällige Wühler. Sein Kumpel, der nicht schwerfällige Wühler, würde mich wahrscheinlich schon wieder platt machen. Mhm. So sind die gekennzeichnet. und dieses Kombosystem führt eben dazu, dass man eigentlich immer 5 Treffer landen muss oder möglichst viele Treffer nacheinander, um überhaupt Schaden zu erzeugen. Weil der 5. Treffer dann fast schon den 10-fachen Schaden macht. Und darauf muss man sich erstmal einlassen. Hier ist irgendwie Luft verseucht, sollte man besser nicht langlaufen. Aha.
Aber es spielt ja schon noch auf der Erde, ne? Wie ist das mit der Story? Ist das irgendwie in der nahen Zukunft oder so? Genau, zur Story, falls es noch nicht... Ich dachte, das weiß schon jeder, aber ich sag mal ganz kurz hier, es ist nicht die Erde, auch wenn ihr überall... Kippen. Ach, es ist nicht? Guck mal, das wusste ich nicht. Es ist ein bisschen absurd. Die liegen überall kippen, da hast du übrigens, hast du gesehen, Y drücken, dann, das war quasi der letzte Komboschlag. Also es ist nicht die Erde, sondern der Planet Magellan, wo ein Komet draufgestürzt ist, der hat alles zunichte gemacht. Der Komet hat aber ebenfalls auch die Droge Elex mitgebracht, der hatte quasi im Gepäck gehabt. Und das lag dann hier so rum und das heißt, hier ist alles versenkt und kaputt gewesen und die Überlebenden haben gesehen, ah, der hat ja Elex verloren, was ist das denn? Haben sie es eingeschmissen und haben gemerkt, oh, das macht mich ja ultra stark oder super mächtig. Mhm. Gleichzeitig aber ganz gefühlskalt. Das ist so der große... Ach so, der Nachteil im Ganzen. Der Nachteil sozusagen. Okay. Du bist ein Arschloch, aber ein mächtiges Arschloch. Und das ist eigentlich recht verlockend. Bis jetzt habe ich aber alles eingeschmissen, was ich so gefunden habe. Also zumindest, wenn du vorher ein Arschloch warst, ist ja eigentlich kein Trade-off dabei. Das ist ja egal, exakt. Du hast dann auch so die Kälte des Charakters, die steigt dann auch mit, je nachdem, wie du dich in Quests verhältst. Und du musst dann auch so skillen. Es gibt dann manche Skills, die werden stärker, wenn du besonders kalt oder besonders nett bist. Du musst dich nur auf eine Sache einschießen. Das ist jedenfalls nicht von Nachteil. Ja. Elex kann aber auch von den Berserkern zum Beispiel in Mana umgewandelt werden, dann musst du es nicht mehr einschmeißen, sondern kannst dann damit dann halt zaubern oder so. Also es gibt dann, die verschiedenen Fraktionen nutzen Elex auf verschiedene Weise so. Oh, da vorne ist bestimmt eine Höhle irgendwo, eine geheime, oder? Lauf mal da. Ja, das finde ich immer das Geilste, wenn du irgendwo hin willst und dann ist da so eine Höhle und da findest du Flammschwert plus 2 oder so. Ja, eben, das ist hier genauso, nur dass man hier deutlich weiterlaufen muss. Guck mal, da vorne wird vielleicht gerade jemand attackiert, der mich helfen kann. Hilf ihm! Ja. Meinst du, der ist auch schon fällig? Er hat sich selbst geholfen. Ah, okay. Oh shit, jetzt kommt er zu dir mit was der Was ist das? Der greift Bandit, an. Ein Bandit, okay. Na, Bandit, mal, hat, musstest du erst auf sein Namensschild gucken, um zu erkennen, was er ist? Alter, der hat aber ordentlich... Der kann richtig der einstecken. Kann richtig. Der könnte zu hart sein für uns. Und? Nee, die Masse platt, Alter. Das dauert zwar eine halbe Stunde, aber so viel Zeit haben wir. Aber hast du gesehen? Gar nichts, habe ich ihm abgezogen. Ja, guck mal, der hat schon jetzt hier 5%. Das ist eine verflucht harte Nuss. Und genau so ist dieses Spiel auch. Vielleicht bewacht er dann dafür aber auch... Einen richtig geilen Schatz. Und wenn du den Platz kriegst, ja, dann hast du hier auch wirklich einen Vorteil. Das sind nicht irgendwelche mitgelevelten Waffen, die sowieso immer nur so stark sind, wie das Spiel gerade möchte, dass du sie findest. Ja, ja. Sondern hier hast du die Chance, diesen Arsch hier eine Stunde lang kaputt zu kloppen. Wenn ich das mit Rogi jetzt machen würde, dann würde ich genau das versuchen. Ein ganzes Let's Play nur für diesen Banditen verschwenden. Okay. Aber es lohnt sich. Du kannst auch hier mitten im Kampf so einen Trank einschmeißen. Die Gegner sind bis jetzt recht doof. Am Kampfsystem bis jetzt meine Kritik ist, ich musste noch nicht parieren groß. Du kannst eigentlich immer wieder den hier machen. Ja. Ah ja, das war jetzt zu langsam. Ja, ja. Oh, das habe ich ihn umgehauen. Aber es nützt mir nichts, ich habe keine Ausdauer mehr. Hast ich glaube auch, ja, ja. Düst mal lieber ab, ich will sehen, was da hinten ist. Da ist nämlich eine Lücke im Zaun. Meinst du, da kann man durch? Ja, warte. Den schaffst du nicht. Also mein Begleiter ist jetzt tot. Nee, ist nee er da nicht. Kommt er, da wieder. Ist er wieder. Alles klar, du hast komm mit, der ist zu stark. Ah ja, die Begleiter haben auch fast wie Baldur's Gate-mäßig eigene Stories, die man verfolgen kann, die sie dann sympathisch oder unsympathisch machen, je nachdem, wie du das findest. Ja. Gibt verschiedene Begleiter und die haben alle ihre eigenen Stories, das ist auch sehr geil. Zu den Quests kann ich übrigens auch sagen, stark verbessert zu alten Piranha-Bytes-Spielen, weil ultra verzahnt. Also 1000 Dinge haben Einfluss auf den Verlauf der Quest, deine eigene Antwort, deine Skillung in verschiedenen Sachen, die dir im Gespräch helfen. Hm. Die Fraktion, der du angehörst, der Duras, kann nicht aufhören, ne? Alter, der kommt immer noch! Guck mal, bist du gestolpert. Die Quest. Ja, das tut halt richtig weh, wenn man hier dem falschen Typen begegnet. So. Aber wie gesagt, die Quest, hammergeil, gefällt mir sehr gut. Kampfsystem ist ein bisschen hakelig, gewöhnungsbedürftig, kann man nicht spielen wie Dark Souls oder so. Aber mittlerweile mag ich auch das. geiler Speicherstand. Okay, jetzt komm mit hier. Komm rüber da. Ey, es ist aber im Grunde genau das, was man erwartet hat, oder? Man kennt das von Piranha Bytes, dass das Kampfsystem jetzt vielleicht nicht das Nonplusultra ist und mega ausgefeilt, aber ich finde, es macht Spaß. Und ganz ehrlich, ich finde es eigentlich auch ganz lustig, in so Situationen zu geraten, wo irgend so ein Gegner ist, der irgendwie viel zu stark für mich ist, aber auf seltsame Art und Weise nicht auf Steine klettern kann oder sowas und man sich dann oben auf einen Stein stellt und ihm immer auf den Kopf haut oder so. Ja. Ich finde es wieder auch irgendwie lustig, diese kleinen Glitches auszunutzen im Spiel. Ey, das ist gerade das macht's ja aus. Ja, wenn sich da einer verfängt in der Spalte, und du schießt ihn 2 Stunden lang in den Kopf. Ja, richtig. So, genau das macht das Spiel aus. Und dann hast du so eine Waffe gefunden. Ich habe, glaube ich, hier auch so eine im Gepäck. Ich kann immer ins Inventar gehen. Zeig mal. Hier zum Beispiel. Du kannst sie so durchseppen. Ist übrigens nicht ganz geil. Das Inventar ein bisschen unübersichtlich. Nee. Du kannst es auch nicht geil sortieren. Guck mal, ich werde angegriffen, während ich im Inventar habe. Alter, was ist denn mit diesem bekackten Arsch los, ey? Ja, Alter. Mann, ich bin einfach zu lullig, um ihn zu... Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, es kracht echt richtig. Da müsste die Schnauze so blau haben. Aber es macht ihm nichts aus. Ja.
Wir müssen kurz noch mal ein bisschen fliehen. Jetzt komm doch mal. Kein Problem. Depp. Aber, oh, ah, ja! Alter, ein Vogelmann! Oh, was war das für eine geile Ninja-Rolle? Über das Geländer und da zieht er weiter. Aus. Guck mal, was das für ein geiles Haus. Das macht man viel im Spiel. Guck mal, pass auf. Und was jetzt halt das Geile ist an dem neuen Super-Jetpack ist, ich fliehe jetzt einfach mal eben. Nee. Da oben drauf, wo man denkt, ey, das ist doch nur Kulisse. Nee. Nee, da oben ist. Oh. 3 Tonnen! Und da kommt so ein Raptor wohl wahrscheinlich nicht drauf. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Aber da kommt ein Flugraptor, muss aufpassen, ne? So, die Dinger können übrigens alle schießen, wer sich jetzt fragt, hey, Zukunft und Fantasy, Nahkampf und Fernkampf. Die Raptoren können alle schießen? Nee, aber sie können, glaube ich, also irgendwas können die immer schießen, bin ich mir ziemlich sicher. Das hat mir auch der Harry erklärt. Natürlich hast du hier eine Laserwaffe irgendwann später. Ja, normal. Wer holt noch einen Knüppel raus, wenn er ein Lasergewehr hat, so. Aber sobald du auf Fernkampf gehst, ziehen die Gegner auch ihre Fernkampfmethode. Und du bist ja langsamer, während du Fernkampf machst. Also es macht durchaus Sinn, Nahkampf oder Fernkampf zu machen. Mhm. Das hat alles seine Daseinsberechtigung, auch wenn es vielleicht teils nicht ganz logisch ist. Ich weiß jetzt nicht, was dieser Raptor hätte schießen können. Vielleicht kann der auch nichts schießen, ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir aber auch gucken, was da zu looten gibt oben auf dem Gebäude, Micha. Ne? Was ist da? Ja, schauen wir doch mal. Schau mal hier. Unbrauchbare Verbandstasche. Nimm sie mit. Hat sich doch gelohnt. Ja, natürlich. Hier könnte ich jetzt pennen, damit es wieder gutes Wetter ist. Auch das ist ganz beim Alten geliehen. Übrigens auch wie beim alten Dings, egal was man aufsammelt, es gibt eine einige Animationen dafür. Weißt du, wenn mir jemand hier 100 Goldmünzen hinschmeißen würde, müsste ich mich 100 Mal bücken. Okay. Da kommt richtig Spielspaß auf. Okay. Wie ist das mit Tag-Nacht-Wechsel so? Gibt's auch, ist alles drin. Und verändert sich die Welt in der Nacht? Musst du irgendwie dann doch lieber zu Hause bleiben, weil die Monster dann rote Augen kriegen und böse ist sind? Ist mir oder? Bis jetzt nicht aufgefallen. Also ich bin ja eher so ein gut Wetterspieler. Also wenn es hier auch nur ansatzweise dunkel wird, das kennt man aus dem Gothic 2 Display schon, dann penne ich halt eine Runde. Also ich brauche das nicht so. Kannst du den Rucksack auch tragen und mitnehmen und überall schlafen oder musst du dafür denn in einen Rucksack finden, der dann in der Umgebung ist? Nö, das passt schon. Ich habe unendlich Inventar, da passt richtig viel rein. Also bis jetzt ist es hier. Also kannst du überall schlafen oder musst du erst wieder irgendwo hinkommen, wo es ein Bett gibt? Ja, dann musst du schon ein Bett finden. Du kannst auch noch ein Lagerfeuer machen. Okay. Aber das, daran mangelt es eigentlich nicht. Ach, und dann wieder kochen, das rohe Fleisch, das man findet, ja, kann man kochen und so. Guck mal hier, den kriege ich klein. Einen jungen Hornwolf. So, die jungen Nachwuchswölfe. Ach, verfickt. Alter. Der hat ein Gesicht wie ein Piranha. Was? Das war sein Blutkotzschuss, hast du gesehen? Ja. Jetzt reicht's mir aber. Ah Mann, wie scheiße ich spiele. Aber acht mal so, jetzt aufs Gesicht mal, von dem. Ist ja wie so ein auch hier musst du die Gegner wieder so ein bisschen... Und so, habe ich ihn schön in den Rücken gekloppt. Muss die Gegner wieder ausrechnen können. Den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel wieder angreift. Die haben alle ihre Animationsmuster. Und was soll? Oh Gott. Random Funnel Fun. Ja. Okay. Ja, geil. Ja, also geil. Aber weißt du jetzt gerade, wo du bist? Oder bist du jetzt, scheißt du dich jetzt quasi verlaufen? Nee, ich habe auch selbst noch nicht, längst nicht alle Ecken erkundet. Es könnte halt sein, dass jetzt hier irgendwer drin wohnt, der total einen krassen Stuff hat. Aber natürlich gibt es auch jede Menge nutzlose Gebäude, wo einfach nichts drin ist. Man findet überall jedoch irgendwelche Tagebücher und Einträge von irgendwelchen Leuten, die in der alten Welt gelebt haben. Es ist natürlich auch Piranha Bytes technisch total dumm, ja? Also es ist vielleicht Planet Magellan, aber die Überreste der alten Zivilisation, das wirklich Udo schreibt, wie ihm die Kippen ausgegangen sind. Oh, shit. So, das ist, und da fragst du dich so, ja, okay, alles klar, ferner Planet, macht halt gar keinen Sinn. Aber fuck it. Naja, also... Also wer jetzt Bock hat auf eine durchdachte Story oder irgendwas, der ist ja natürlich fehl am Platz. So schlimm? Ja, ah, so schlimm. Na gut. Freut euch auf den Einspieler. Wichtigste Frage ist ja, erscheint dafür ein Battle-Royale-Modus? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier wird man sich zu derbe aufregen im Mehrspieler-Modus. Ich will dieses Kampfsystem möchte ich nicht erleben im Mehrspieler-Modus, Alter. Ich würde es so hassen. Ja, aber wir nähern uns langsam so ein bisschen. Echt? Soll ich vielleicht nochmal einen anderen Spot zeigen? Ich weiß ja, nicht. Gerne. Zeig nochmal, was du zeigen kannst. Also die Zeit ist ja echt ratzfatz vorbei. Ja, ich habe hier meine eigenen Spielstände 13 Stunden. Nicht. Alter, steht. Du speicherst jede Minute oder was? Ja, sicherlich. Okay. So, ich lade jetzt einfach mal das hier. Tag 7. Mhm. Ich bin echt gespannt. Ich fand ja Risen auch wirklich sehr gut. Hier. Na toll. Aber der Sprung, ich war ja grafisch so ein bisschen abgeturnt. Ja. Frage ist ja auch, bei vielen Piranha Bytes Spielen werden die Spiele nach Release ja durch Patches noch enorm besser, performanter und etwas. Also die Performance ist der Shit. Die ist Performance gut, kannst du überhaupt nicht meckern. Läuft auf jedem Kackrechner, ruckelt überhaupt nicht. Ich sehe auch für Piranha Bytes Verhältnisse wenig Bugs. Also ich hatte schon irgendwie so schwachsinnige Sachen, dass sie sich im Kreis drehen im Reden oder mir Leute halt in den Rücken kloppen, während ich mich unterhalte und so. Das passiert schon noch alles.
Aber ich finde es extrem polished für ein Piranha-Bytes-Spiel. Man merkt, dass sie noch Luft hatten am Ende, um das alles zu polieren. Was mich echt am Spiel, wenn ich Kritik üben muss, dann stört mich tatsächlich dieser nicht gelungene Stilmix, der mich total rausreißt. Da haben es einfach nicht drauf. Dann die schwachen Animationen und das Kampfsystem, was jetzt nicht gerade taktische Tiefe erfordert, zwar Spaß macht, aber sicherlich kein Dark Souls ist. Die Animationen sind auch immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Die Gesichtsanimationen, ich rede mal gerade mit einem, damit ihr die auch noch mal seht. Ist hier irgendwer Outlaw? Nee, der sagt nichts. Später vielleicht. Ist schade, dass wir irgendwie so keine Partikel in der Luft fliegen haben oder so. Weißt du, so Pusteblumen oder mal ein Blättchen oder mal ein Vogel oder bewegende Bäume oder so. Wir sehen immer kurz ein Gespräch. Oh, guck mal. Der hat doch geile Augenbrauen. Anderen, den du zutexten kannst. Also ich finde, sie haben es gut gelöst mit den Gesichtsanimationen, indem sie halt einfach nur sowieso... Ich sag mal, die Gesichter sehen nicht besonders realistisch aus. Deswegen passen vielleicht auch diese puppenhafteren Gesichtsanimationen. Ey, aber wenn du was irgendwie streichen kannst, bei dem Aufwand, ein riesiges Rollenspiel zu programmieren, dann finde ich, können die fucking Gesichtsanimationen als erstes weg. Weil, ey, ist mir scheißegal, wie sich der Mund bewegt. Von mir aus, ich habe früher Spiele gespielt, da hat sich gar nichts bewegt. Ja. Hauptsache, die sagen, was geil ist. Und ich meine, wie ist das mit der Vertonung? Ist sie 100% oder nur die wichtigsten? Ey, die Vertonung ist komplett. Und die Vertonung ist halt Piranha-Bytes-mäßig wieder so rau. Und die reden alle halt so Straßenstyle. Ja, ja. Und das macht es schon irgendwie aus. Also letzten Endes wäre es eh unmöglich, sagen wir mal, dass die jetzt total das durchgestylte Rollenspiel rausbringen. Allein schon, weil sie bei der Sprache spätestens wieder so den Otto-Normal-Typen ansprechen. Mhm. Was ja auch der eigene Charme von Piranha-Bytes ist. Ich laufe hier gerade ein bisschen dämlich durch die Gegend, muss ich sagen. Nee, ich finde, du machst das super. Ja? Ja, also ja, klar, man Beispiel, sieht ein bisschen was. Ich zeige euch mal zum Beispiel hier. Kannst du flieg? Ja, ah, so. Ja. Es gibt keine Grenzen mehr. Und da unten steht zum Beispiel so ein Schrotthändler-Dude. Mit dem habe ich zum Beispiel, der hatte Drogen geklaut da oben. Nein. Ja. Hatte aber gesagt, ey, ich bin alt, bin versifft, ich bin ein Verlierer, lass mich doch in Ruhe, ich klau nur ab und zu was, ne, Scrappy und so weiter. Ja, so, dem hätte ich jetzt sagen können, nee, gib die Scheiße zurück. Dann greift er einen an und sagt, nee, okay, dann müssen wir wohl kämpfen, weil ich habe nichts zu verlieren. Ja. Wenn du sagst, okay, dann erzähle ich das dem anderen nicht, der mir den Auftrag gegeben hat, dich zu finden. Dann sagt er, ja, alles klar, du bist cool und gibt dir eine andere Quest. Die andere Quest hat mich zu einem Jäger geführt. Ich spreche mal kurz an. Habt ihr denn schon einen Startpunkt überhaupt? Weil die Zeit fliegt natürlich langsam weg hier. Was haben wir? Jetzt haben wir einen Startpunkt für das Let's Play. Achso. Starttermin? Ja. Fragt Gregor, ob wir für dein, mit Micha, ihr beide. Ich glaube, es gibt noch keinen offiziellen, aber es dauert nicht mehr so lange. Grogi ist jetzt im Urlaub. Für 2 Wochen, da wird es natürlich nicht starten. Ich werde natürlich nicht ohne ihn anfangen. Sondern so in 3 bis 5 Wochen, würde ich sagen. So Dezember oder später. Die ersten 3, 4 Patches abwarten, ne? Ja, nee, 8 Patches braucht es, wie gesagt, nicht. Das Spiel geht direkt los. Und wer Gothic beherrscht hat, der kann den Shit hier direkt weiterspielen. Ist kein Problem. Nur, dass das Spiel halt noch mal fucking noch mal größer ist. Also wir werden diesmal nicht 1 Jahr spielen, sondern 5 Jahre es durchspielen wollen. Und unsere eigene Quest ist leider auch erst ganz zum Ende des Spiels. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ach so, okay. Danke dir trotzdem. Ich meine, das war jetzt ein bisschen wenig Zeit, um einen umfassenden Blick. Ich hätte es normalerweise eine Quest zeigen können, aber wie du schon selber gesagt hast, ganz viel Dialog. Wir hätten allein 5 Minuten Dialog gehabt, um eine Quest zu starten. Genau. Das wollte ich jetzt nicht antun, ich wollte auch nicht spoilern. Aber ey, für mich hat das Spiel seine Empfehlung, obwohl es total viele Schnitzer und also nicht Schnitzer im Sinne von Bugs, sondern Schnitzer im Sinne von, es ist nicht so gestylt wie ein Witcher, es hat nicht so geile Geschichten wie ein Witcher. Es ist nicht so optisch nicht so geil wie ein Skyrim, was total durchdesignt ist und so weiter. Es hat nicht so ein Kampfsystem wie Dark Souls. Es ist eigentlich überall schlechter. Aber es ist nicht so 0815. Aber es ist nicht 0815. Vielleicht sogar gerade wegen der ganzen Macken. Deswegen, ey, wer diese Spiele mag, für den ist das hier besser als Risen. So viel kann ich sagen. Besser als Risen? Als alle Risen-Spiele für mich. Oh, okay. Das ist mal eine Ansage. Und ich glaube, wenn man mehr erfahren will, dann muss man einfach nur ein paar Wochen oder Monate warten, dann ist Micha wieder da und der andere Micha auch. Und wenn beide Michas gleichzeitig da sind und der Mond richtig steht, dann startet ein neues... Hattet ihr eigentlich einen Namen für? Irgendwie einen speziellen? Nee, haben wir irgendwie nicht. Super Micha Bros, spielen Elex. Oder ein Wortspiel oder so, kann man ja nochmal, ne? Ja, denkt ihr mal was aus. Achso, und guckt euch natürlich das Review an am Freitag bei Game 2. Super geil. Super geil. Das Review oder ist das Fazit schon vom... Nein, das Fazit habt ihr ja gerade so halbwegs gehört. Ich werde noch ein bisschen weiter zocken bis dahin. Aber Fazit gibt es hier nicht. Aber freut euch auf gute Einspieler und fantastische darstellerische Leistungen von Trant, von allen möglichen Leuten. Es wird sehr witzig und amüsant. Das glaube ich sehr und ich bin gespannt. Letzte Frage noch ganz, ganz kurz. Kommt es für Konsole? Weißt du das? Das gibt es für alle Konsolen, ja. Für alle Konsolen. Woo!
super gut. Kann man also auch mit Pad spielen. Ja, danke dir, Micha. Das war's mit Elex. Da gibt's bald mehr zu. Aber jetzt erstmal eine Runde Ilias. Und der spielt Evil Within mit geheimem Special Guest. Bis gleich. So, zwei Mikros halten besser als eins. Sieht bekloppt aus, aber macht doch nichts, oder? Komisch, wird geht die Batterie einfach leer. 2017 haben wir, fast 2018 und noch immer keine unerschöpfliche Energie. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Strengt euch mal ein bisschen ran da draußen. Ja? Na gut, vorher würde ich sagen, mal ein bisschen Entspannung, wobei das ist auch falsch. Eigentlich ist es ja der größte Horror überhaupt. Ich habe da mal reingeguckt, habe mich nie so richtig getraut. Es geht um The Evil Within, das kriegt einen zweiten Teil und wir haben zwei Leute, die sich daran getraut haben und die seht ihr jetzt. Sebastian und meine Wenigkeit. Ich will ja das Mikrofon wieder anmachen. Klassiker! Ich wollte sagen, wir sind zu zweit und wir haben uns beide Evil Within 2 angeschaut. Gregor auch. Ich hoffe, er hat auch gleich wieder sein Mikro. Ja, ich hab gemutet. Ah ja, ich... Genau, ich sehr gut. Genau, ihr beide zeigt gleich Evil Within 2. Ich war am Freitag, als es rausgekommen ist, im Laden, hab Vollpreis dafür gelatzt, weil ich Bock drauf hatte. Der erste Teil war gut genug, hatte seine Probleme gehabt, aber hat schon eine schöne Grundstimmung gehabt. Damals ein Let's Play gemacht. Ich habe mir gedacht, ey, am Wochenende, da haust du mal richtig rein. Dann habe ich so 2, 3, 4 Stunden gespielt und so ein bisschen... Jetzt wird's nämlich interessant. Du hast es dir angeguckt und du bist eher mäßig begeistert. Also bisher, ne? Also es hat bisher noch nicht das für mich eingefangen, was ich so ein bisschen erwartet habe. Ich habe mir nämlich Verbesserungen erhofft zum ersten Teil und nicht ein komplett anderes Spiel. Ich habe es mir auch angeguckt und ich finde es bisher auch nur okay. Und Sebastian, der hat sich das jetzt ein klein wenig länger angeguckt, ich glaube um die 4, 5 Stunden. Und du findest das ganz geil. Ja, du findest ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich hier auf zwei harte Kritiker treffe. Aber ich muss sagen, du hast ja mehr gespielt als wir. Ja. Ne? Wir haben ja einen ersten Eindruck erst bekommen. Ich habe mir, glaube ich, sehr viel mehr Zeit gelassen. Ich bin gar nicht so weit. Also ich bin, glaube ich, Ende Kapitel 4 oder Anfang Kapitel 5, okay. Irgendwie sowas. Das ist tatsächlich nicht allzu weit. Aber ich muss sagen, mir gefällt es besser als der erste. Ich fand, der erste war routiniert, aber wenig besonders. Ja, der erste war, also ich habe mir ein bisschen was erhofft vom ersten, weil Shinji Mikami, ne, den hatte ich damals auch noch interviewen können im Vorhinein, wo das Spiel rausgekommen ist. Endlich wird er seinen Resident Evil Nachfolger machen, den er nie machen durfte. Letzten Endes war es aber nicht so besonders, ne, war eigentlich nur Weglaufen von Gegnern und sauschwere Bosse. Okay, aber geile Stimmung. Um das mal ganz kurz zu erläutern oder die Vergleiche, Evil Within 1 war eher so ein lineares Ding. Du hast halt so ein typisches Survival-Horror-Spektakel gehabt und das ist jetzt ein klein wenig offener, ne? Genau, der erste war eigentlich wie Resident Evil 4 mit noch mehr Horror-Klischees, fand ich. Und der zweite ist jetzt tatsächlich ein bisschen offen. So, jetzt habe ich hier leider gerade eine kleine Sequenz, aber kann ich bestimmt trotzdem auf die Karte gehen? Oh, es flämmert. Ah, schade. Nee, okay. Ich bin jetzt leider auch gerade gewechselt. Also ich bin jetzt gerade in einem ganz neuen Gebiet, aber man hat wirklich eine halbwegs große Karte. Es ist so eine Open-World-Hub-Welt, sage ich mal, wo du auch Nebenquests in Häusern finden kannst, wo du, keine Ahnung, so Einsatztruppen, getötete Einsatztruppen finden kannst, die dann irgendwelche Upgrades, also die sind natürlich, ne, liegen da am Boden und du kannst ja irgendwelche größeren Taschen oder sowas einstecken. Du kannst rumlaufen und Sträucher sammeln. So, das ist das Typische, was man halt in Open-World-Spielen oft macht. Und ich muss sagen, für mich passt das irgendwie ganz gut. Ich bin nicht der größte Open-World-Fan, aber ich stehe halt total auf dieses Ressourcensammeln. Und bei Evil Within 2 habe ich halt das Gefühl, dass wirklich jede Ressource auch wichtig ist. Weil du hast super wenig Munition, du musst quasi durch Schießpulver kannst du dir an der Werkbank dann neue Munition herstellen. Und dadurch, dass ich diesen Bedarf halt habe, das alles irgendwie zusammenzusammeln, laufe ich halt auch total langsam durch die Welt. Und wenn ich an einem Haus vorbeigehe, dann erforsche ich halt das Haus, weil ich es interessant finde, so, ey, was ist da drin? Und tatsächlich ist das, was mich gecatcht hat. Wo ich am Anfang dachte, ja, nee, das verliert mich total. Wie soll denn Horror und Open World zusammenpassen?
Hat mich das aber bei Evil Within 2 am meisten gepackt. Wie gut bist du denn spielerisch damit zurechtgekommen? Weil ich hatte in den ersten Spielstunden so nicht das Gefühl, dass ich vernünftig auf die Gegner zielen kann, so ein bisschen. Ne? Ja. Man kann ja sich selber aufwerten und aufleveln. Ist es was nötig ist, damit ich zum Beispiel schneller zielen kann oder Gegner vernünftig weghauen kann? Weil ich habe nie Munition, selbst mit Craften, immer Schleichkills machen, solche Sachen. Und die haben das für mich ein bisschen zerfasert. Echt? Das finde ich nämlich tatsächlich ziemlich gut sogar. Also, dass sie damit so sparsam umgehen. Weil man halt wirklich, wie gesagt, um jede Ressource kämpfen muss. Ich glaube, ich habe gerade den ersten Endgegner. Alter, was geht da ab? Das ist ja mega krass. Ja, aber generell, also die Steuerung ist tatsächlich schwer. Also ich habe mich super schwer getan. Ich verballere auch die ganze Zeit meine Munition, treffe nichts. Geht mir genauso. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt. Oh Gott, und ich werde jetzt so kläglich scheitern. Das ist ja jetzt schon klar. Oh mein Gott. Das ist nicht schlimm. Ich finde auch das Monster-Design super wack. Oh! Ja, ist ein bisschen uninspiriert, ne? Also auch ja, die Standard, halt, die Standard. Aber das Gegner. War bei Resident Evil, sag ich schon. Das war bei Evil Within 1 halt auch, fand ich. Oh, was? Ja, Evil Within 1 konnte vielleicht nicht ganz direkt immer mit dem Gegnerdesign punkten. Es ist dann eben sehr viele Versatzstücke von typischen Japano-Horror und das langhaarige Mädchen, was dich verfolgt und du dich verstecken musst. Oder der neue Pyramid Head, der aber ein Safe auf dem Kopf hat. Solche Sachen hast du dann da gehabt. Aber die Umgebung hat so ein bisschen rausgeholt für mich, die so fast schon, wie ist der nochmal, Inception, der Film? So ein bisschen so. Ein bisschen so dran erinnert hat mit dem Horror-Twist. Aber tatsächlich hat mir das im ersten Teil total gefehlt. Also da habe ich mir auch sehr viel von erhofft. Aber ich finde, gemacht haben sie damit relativ viel mit dieser Thematik. Ja, ist alles nur eine Traumwelt. Das finde ich, haben sie jetzt. Aua. Ich weiß auch nicht wirklich, ob es hier eine Taktik gibt. Ich schieße jetzt einfach nur drauf. Aber da hinten. Alter, du lebst ja noch. Leuchtet was mega hoch. Knapp, guck mal hier. Ja, da kannst du drauf schießen. Das ist immer Öllachen. Guck mal, das brennt doch bestimmt da. Yes! Oh, ich gebe mir Munition. Oh, shit. Keine Munition. Oh, nein. So, jetzt wieder. Jetzt muss ich sie vielleicht da nochmal durchscheuchen. Wo ist sie denn jetzt? Da jetzt schießt sie. Da. Moment, jetzt. Feuer! Yeah! Yay! So gehört sich das. Oh, nein. Aber sie kann immer noch laufen. Es war nur eine Fleischwunde. Die Segenhandfrau. Oh nein, ich hab gar keine Munition. Keine Munition mehr. Sehr geil. Sehr geil. Auf. Okay, ich habe noch einen Schuss auf der Schrotflinte. Das reicht. Ha! Siehste! Oh, super. Alter. Stufe 1. Ja. Ja. Yeah. Das wäre jetzt ein Vorschwert. Ein paar Köpfe sind abgefallen. Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Alter, nice. Super, Respekt. First try. Aber auch ganz knapp mit der letzten Schrotkugel. Keine Energie, keine Munition mehr. Das heißt, du kannst den Rest des Spiels eh vergessen. Das ist übrigens der Tipp, wenn du das genauso wenig beherrschst wie ich. Du musst dieses Upgrade kaufen, wo sich automatisch die Spritzen in den Arm rammt, wenn er keine Energie mehr hat. Weil das ist gerade gewesen. Das wäre praktisch. Weil sonst wäre ich schon dreimal gestorben. Also ich muss halt sagen, was ich total ausblende, ist alles, was mit Geschichte zu tun hat. Die ganze Geschichte geht mir komplett am Hintern vorbei. Mhm. Ich habe auch beim ersten Teil einfach nichts verstanden. Als ich das durchgespielt habe, war ich so... Ja, du musst beim ersten Teil, glaube ich, auch die DLCs gespielt haben. Das habe ich nämlich nicht mehr gemacht. Und die sollen doch wohl einiges mehr erklärt haben. Aber storytechnisch war es mehr nicht so kohärent, mehr Mindfuck. Ja? Also Bildsprache hat da mehr gezählt als, wie ist der, Ruven oder so, der Boss vom ersten. Genau. Ruvik, ja. Mit seinen Versatzstücken aus vielen Horrorfilmen, die hier gewesen sind. Ja, es fängt schon damit an. Also jetzt im zweiten Teil spielt quasi ganz Shinji Mikami-like natürlich eine Firma, die größte Antagonistenrolle. Ne? Statt Umbrella Ist es jetzt Mobius. Mobius. Und ich habe jetzt, ich recherchiere gerade tatsächlich für den Game-2-Beitrag, den ich mache, die ganze Zeit, was ist dieser Hintergedanke hinter dieser Firma? Weil diese Firma hat sich die Technik ja geholt, die im ersten Teil für diese Traumwelt zuständig war. STEM. Aber die wollen mit dieser Technik irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen, aber wissen STEM selber nicht, wie. Naja, STEM war ja quasi so ein bisschen wie die Fallout-Kabinen, ne? Wo sich Leute dann reinlegen können und in Traumwelten unterwegs sein können. Mhm. So sehen aus wie vom ersten Alien-Film, diese Schlafpots, ne? Wo die alle dann drin liegen. Ja, eigentlich ist es eine Wanne mit Milch. Eigentlich schon. Aber Hirnmilch, ja, die dann Sachen bei dir verursacht. Bestimmt hier so Total Recall-Style, dann können die so Reisen verkaufen und solchen Stuff machen. Da, und wenn du das Geld hast, hast du die Weltherrschaft. Ja, nee, wie gesagt, ich habe wirklich die ganze Zeit recherchiert. Deren Taktik ist es, dass sie die ganze Welt unterjochen, indem sie halt alle in diese Wannen zwängen, damit die in diese STEM reingehen, wo sie die kontrollieren können. Wie hieß denn der Film mit hier Bruce Willis, Surrogates oder so, ne, wo die alle nicht mehr selber rumlaufen, sondern nur in ihren Kabinen liegen und dann in der Virtual Reality unterwegs sind? Ich finde dich trotzdem. Ja, das war so dieser Möchtegern-Matrix-Film. Ja. Ein bisschen so ist es.
Ja, aber das zeigt halt schon, also ich weiß, weshalb du auch ein Problem, glaube ich, damit hast, gell? Genau, das sind halt so grundsätzliche Dinge, wo ich mir denke, okay, schwierig, was so die Glaubwürdigkeit angeht. Generell Resident Evil, Silent Hill waren jetzt nie so die krassen Brecher, was so grundsätzliche Story oder Charaktere angeht. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass so eine gewisse Atmosphäre erhalten bleibt und dass du da mit eingesogen wirst. Und das erwarte ich dann, das ist mein Problem, glaube ich, auch, was The Evil Within 2 angeht. Ich bin mit einer gewissen Erwartungshaltung rangegangen. Evil Within 1 habe ich auch nicht gespielt. Ich kannte es nur von Bildern, nur vom Sehen. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, eines Survival-Horror-Spiels, auch wenn es jetzt nicht qualitativ so hochwertig war, wie es sich viele erhofft haben. Mhm. Und mit Evil Within 2 habe ich mir gedacht, oder da wollte ich mich zumindest genau auf so eine Art Spiel einlassen. Stattdessen bekommst du halt was komplett anderes. Du bekommst halt überhaupt keinen Horror, finde ich. Mhm. Du hast sehr makabres Gegnerdesign, das auch nicht wirklich heraussticht, das halt einfach generisch ist. Du hast eine Open World, die du halt in zig anderen Spielen auch hast. Ich weiß nicht, warum ich The Evil Within 2 spielen sollte, weil all diese Facetten gibt es in anderen Spielen nur besser. Ah, nee, das finde ich halt nicht. Also welches Rollenspiel, sage ich schon, welches Horrorspiel hast du denn mit einer Open World? Also das ist halt ja genau, das, was Alan Wake immer machen wollte, was es aber nicht geschafft hat. Aber genau, das ist der Punkt. Ich finde das nicht, das ist kein Horrorspiel. Das stimmt. Aber das war Alan Wake für mich auch nicht. Viel, viel gruseliger als Evil Within 2. Absolut, absolut, das stimmt. Also ich wollte jetzt auch Alan Wake nicht schlecht reden, aber ich finde, es bringt damit halt eine neue Komponente rein, die ich spannender finde, als wenn sie jetzt ein Evil Within gemacht hätten, das halt genau nach dem ersten Teil geht. Ich habe auch nichts dagegen, dass da ein bisschen Open World drin ist. Das kann man heutzutage, da kommt man ja so gut wie gar nicht dran vorbei, wenn man entsprechend Spielzeit dann dafür braucht. Aber es wirkt, auch wenn der erste Teil nicht gerade super kreativ war, du hast dann deine Riesenmonster mit Schlachtermesser oder sowas, wie man sie von vielen Horrorfilmen erkennt. Hier hatte ich das Gefühl, einfach in das nächste Walking Dead-Game reingelaufen zu sein. Das ist eine Nachbarschaft, wo Zombies rumlaufen. Mhm. Ne? Und der Weg ist mal ein bisschen nach oben gebogen. Also vielleicht liegt es daran, du kommst gleich in dieses offene Gebiet ganz früh in das Game rein und da weißt du, dass du die längere Zeit da drin verbringen wirst. Und da hätte auch ein anderer Name draufstehen können. Ne? Ja. Darf ich einmal ganz kurz zwischenfragen, was genau meint ihr denn mit Open World überhaupt bei dem Spiel hier? Weil ich sehe davon gerade nicht so viel. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass mein Speicherstand gerade an einem Punkt ist, wo wir nicht in der klassischen Open World sind. Das ist jetzt tatsächlich eine Story-Mission, sage ich mal. Ach so. Da wirst du dann in andere Teilbereiche dieser Welt geführt, die dann auch abgesteckt sind. Ich kann ja mal gucken, genau, ob ich das hier schnell durchlaufen kann. Das ist eben eine Nachbarschaft, wo du hingehst, viele Häuser, in die du reingehen kannst, Quests, Subquests anmachen und ein einigermaßen umfangreiches Gebiet. Gab es auch schon im ersten Teil, dass du ein paar Levels hattest, wo du mal viele verschiedene Häuser nebeneinander hast, die mit Wegen verbunden waren. Aber hier ist es wirklich wie eine kleine Stadt, wo du unterwegs bist und da deine Story und Nebenquests machst. Und dann darf ich mir aussuchen, welches Haus ich betrete und je nachdem... Ja. Ah, geil. Genau. Das ist ja geil. Ha, siehst du? Noch jemand, der angefixt ist. Weil ich finde die Idee gerade beim Horrorspiel auch total spannend. Ist mal was Neues. Man muss sich halt davon freimachen, dass es jetzt nicht so, dass es fein arrangierte Horror-Ding ist mit irgendwelchen Jumpscares, die da um die Ecke kommen. Das ist wichtig. Sondern du musst dich so ein bisschen auf die Geschwindigkeit von diesem Spiel einlassen. Ich bin wirklich die meiste Zeit, was muss ich tun? Die meiste Zeit einfach nur durch die Open World gelaufen und habe die halt erkundet und hatte daran tatsächlich den meisten Spaß. Ich habe da so versucht, ein bisschen die Atmosphäre einzusaugen. Was? Auch wenn die Welt schon durchaus austauschbar ist, es ist halt eine Zombie-Apokalypse quasi, fand ich das trotzem spannend. Und also für mich hat es sich jedenfalls so angefühlt in der Open World, dass man erstmal hauptsächlich wirklich stealth-mäßig unterwegs ist, ne? So vorbeischleichen, gucken, wie man die Gegner ranlocken kann. Du hast auch hauptsächlich so gespielt, ne? Also mehr stealth-mäßig unterwegs. Ja, absolut, ja. Und ich bin leider auch echt ein Zacker für so Stealth-Mechaniken. Also ich lasse mich da echt super schnell drauf ein. Ich gehe auch super langsam durch diese Welt durch. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier tun muss. Ist schlecht, wenn man... Bestimmt muss ich das hier alles machen. Du musst das alles platzieren. Drehen? Ah. Kennst du noch das Rätsel bei Resident Evil 7, ne? Ja, ne? Im Schatten. Das Kleid weiß oder blau, ne? War das? Ja, das ist golden. Das alte Rätsel. Siehst du doch. Keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich hier nachstelle. Ja, das ist ein bisschen doof. Hätte ich mal aufpassen sollen. Nicht schlimm. Ich wollte jetzt tatsächlich gerne noch mal zurück in die Open World. Ich dachte gestern, als ich so weit gekommen bin, dass das also ein neuer Teilbereich der Open World ist. Aber da bin ich wohl. Also ich würde schätzen, rein vom Gefühl her aus, dass du nicht nur in dieser Open World für den Rest des Spiels unterwegs bist, nicht nur in Teilbereichen, sondern vielleicht, dass du auch wieder auf geradere Pfade wieder zurückkommst, ähnlich wie es beim ersten Teil gewesen sind. Wenn das so ein Break im Spiel ist, wo du mal ein bisschen anderes Gameplay hast, nichts dagegen. Ich hoffe eben, dass es nicht nur mit Erkunden und Subquests und irgendwelchen Brotkrumen folgen, ich habe mein Analysegerät und dann mache ich die Spuren sichtbar und folge zum nächsten Haus.
das war es noch nicht so ganz eben für mich. Also ich will das Spiel mögen. Ich habe da auch Bock drauf. Ich habe auch positive Stimmen schon davon gehört. Und der erste hatte seine Probleme, die auf jeden Fall korrigiert werden müssen. Na, ich kann einfach nicht mehr ewig Verfolgungsjagden dann da haben. Ne? Die haben einen Teil von Resident Evil 4 genommen und dann ein ganzes Spiel draus gemacht. Yep. Verfolg, 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 Verfolg. Und das muss ich nicht haben. Aber stimmungstechnisch waren die eben sehr gut drauf. Appreciate the art steht da. Und der Chat sagt, du musst etwas nachahmen, was auf einem Bild dort zu sehen ist. Aber ich glaube, ich habe es gerade irgendwie halbwegs geschafft. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh nein, nein. Aber eigentlich will ich tatsächlich nur zurück in die Open World. Wie ist mit Jumpscares? Wie viele sind da so drin? Also mehr bis jetzt weniger? Ging's. Also vor allen Dingen, wenn, dann haben sie mich relativ kalt gelassen. Also das muss ich halt generell sagen, so richtig gegruselt habe ich mich da nicht. Also das ist schon, da würde ich einem Resident Evil 7 sowas von dem Vorlauf geben, wenn es einem wirklich um Horror geht. Oh. Oh. Schick. Wer ah, natürlich. Was ist das? Was ich ganz charmant fand. Gestern gab es so ein Flashback, den man auch, der ist optional, wo du in ein Gebiet vom ersten Teil wieder zurückgeführt wirst, diese Beacon-Heilanstalt, das ist der Anfang von Evil Within 1. Und da haben sie tatsächlich sogar die schwarzen Balken oben und unten eingebaut. Das finde ich cool. Die ja so verpönt waren im ersten Teil. Ich glaube, mit Appreciate the Art meint er, dass du dir jedes einzelne Bild angucken musst. Das da ja, ist, ich glaube, da kann. Links ist eins, neues. Da. Konnte ich das gerade angucken? Ich konnte es nämlich nicht angucken. Okay. Rätsel machen sich immer richtig gut, wenn derjenige, der gerade spielt, gar keinen Peil hat. Wir sind auch, ich warte, dass irgendwas durch die Wand gesprungen kommt oder so, aber ist das nicht so ein Spiel? Vielleicht, eventuell. Ja, man also denkt sich das, dass das so eine Art Spiel ist, dass das halt mehr so Resident Evil 7 ist, dass du halt eine gewisse Open World hast, aber die halt sehr, sehr fokussiert ist und auf einen sehr kleinen Raum einfach, das alles verwinkelt ist. Aber das ist halt, okay, das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, weil wir jetzt komplett gefangen sind und wir in einer Story-Mission sind. Aber abseits davon, du hast auch so eine Art Walkie-Talkie. Hast du sonst einen älteren Spielstand, den du laden kannst oder so? Achso, obwohl, ich könnte vielleicht mal gucken, ob es einen automatischen gibt. Irgendwann von Kapitel 3 oder so? 3:52 Uhr, das zeigt schon, wie lange ich gestern gespielt habe. Aber ich befürchte, dass das alles... Dass alles von hier auch ist. Ja, das wird kurz davor gewesen sein, aber ich befürchte. In der Zwischenzeit kann ich ein kleines Fazit vorziehen. Der Dreben aus dem Chat sagt nämlich zu dem Spiel, ich finde, der Teil hat zwar weniger Horror, aber dafür besseres Gameplay, sympathischere Charaktere und eine zusammenhängende Story. Ist das richtig so? Ja. Also gut, sympathische Charaktere ist... Ja, wer braucht denn sympathische Charaktere in einem Horrorspiel? Ja, stimmt. Die muss ich hassen. Ah, shit. Ja, nee, also ist genau der gleiche Bereich. Ich kann ja mal hier in einen anderen Bereich gehen trotzdem. Ja, also die Charaktere sind jetzt mal so dahingestellt, aber man versteht tatsächlich die Geschichte ein bisschen besser, finde ich. Sie haben versucht, an dem ersten Teil anzusetzen und das so ein bisschen besser zu erklären. Ja, so ganz hinterherkommen tut man trotzdem nicht, aber es stimmt, es ist verständlicher. Und gameplay-technisch finde ich es tatsächlich auch spannender. Einfach durch diese Open-World-Komponente, dadurch hebt es sich halt stärker ab von anderen Horrorspielen. Dass da jetzt der Horror verloren geht, stimmt auch. Aber hey, weiß nicht, für mich reicht da so noch ein bisschen die Atmosphäre, die ich mir dann selber schaffe. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine Einstellungssache. Wenn du halt wirklich mit dem Gedanken rangehst, okay, du bist halt mehr, du hast weniger Horror, aber dafür mehr Survival, dass du wirklich mehr schleichen musst, dass du mehr Item-Management machen musst, dass du zusiehst, okay, habe ich genügend Kugeln, habe ich meine Waffen am Start, habe ich genügend Heilkräuter und so weiter und so fort, damit du einfach in dieser Welt überleben kannst, dann ist das so ein Ding, dass das dich durchaus, dass es halt einfach dich einfach kickt und dementsprechend gefallen kann. Wenn du halt mehr Bock hast auf so ein Resident Evil, Silent Hill, diese klassischen Spiele, wirklich roher Survival-Horror, dann ist The Evil Within 2 eher weniger was. Also der erste Teil ist auch kein roher Survival-Horror gewesen. Er hat es aber zumindest versucht. Er hat es versucht, er war mehr eben wie, also Sebastian hat es schon gesagt, so ein Resident Evil 4 auf Steroiden. Du hattest eben so diese vielen Eigenheiten gehabt, so Kill-Rooms, würde man glaube ich es sagen. Du kommst in ein Gebiet und du siehst, ich kann eigentlich schon kilometerweit gucken, aber ich weiß, da verbringe ich erst die nächste Dreiviertelstunde damit, auf Plattformen hinzulaufen, irgendwo Seilzüge hochzugehen und da erstmal 500 Gegner auf einmal wegzuhauen. Das war ermüdend. Auf lange Sicht. Ne? Also da
hätte ich mir eben erhofft von dem hier, dass die einen Twist finden, um zumindest diese Killroom-Sachen dann zu entschlacken und auch ein bisschen diese Verfolgungsjagden wegzunehmen, weil ab und zu ist gut, aber nicht immer dann permanent und an der Stimmung noch mal ein bisschen hochdrehen. Meine Hoffnung ist es eben, auch wenn mich der Open-World-Part bisher noch nicht so richtig gekickt hat, dass es eben ein Element ist, was am Anfang noch dran steht oder jedenfalls als Abwechslung da ist, dass man dann auch Passagen hat, die ein bisschen gestreamlined sind, aber wo man ein bisschen mehr Atmosphäre dann aufkommen kann, was so das Gegnerdesign und Weltendesign angeht. Und dass eben, sie sind in der Traumwelt. Das war gerade gegen Ende hin des letzten Spieles, da wurde es auch schön abgedreht. Also da hat man schon einfallsreiche Sachen gehabt. Ist ein Element, womit man spielen kann. Ne? Und wenn du in der Traumwelt bist und einfach so eine Standard normale Kleinstadt aus Amerika dargestellt wird, wo ein paar Leute rumlaufen, die einem gerne in den Hals beißen, ist es eben noch nicht ganz so getroffen bisher. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde tatsächlich, dass Evil Within 2 auch mit dieser Thematik einfach noch ein bisschen, also gerade der Einstieg, fand ich, war da ein bisschen spielerischer. Also die haben halt mehr mit diesem Element gespielt, dass halt deine Wahrnehmung dich täuscht. Das hat mir bei Evil Within 1 tatsächlich viel mehr gefehlt. Das war wirklich erst zum Schluss, dass du dann auch in wirklich abgefahrenen Spielwelten warst, wo es mich dann auch wieder ein bisschen begeistert hat. Aber bis dahin hat sich das halt auch alles relativ, ja, mäßig gespielt. Ich tue mich tatsächlich gerade schwer, hier irgendwo noch einen coolen Part zu finden. Werden wir denn jetzt schon bei Game 2 dazu was sehen oder ist das für die Woche drauf dann? Es ist für nächste Woche, also nicht diese. Da wirst du nochmal ausführlich dann gucken können, wie, ob sich dein Eindruck jetzt festigt und so weiter. Ist aber ganz gut eben, dass man nicht dann auf die gleiche Art da ist. Es ist immerhin schön, dass sie auch Neues versucht haben bei dem Spiel hier, weil so ein exakt gleiches Spiel mit neuen Leveln wie beim ersten Teil hätte ich nicht wirklich haben wollen. Ne? Absolut. Was sind mit den Lootboxen? Was kosten die und was ist das? Die heißen die heißen hier Blutboxen. Ja, okay. Tatsächlich eine Sache, die du irgendwann mal angesprochen hattest, als wir auf der Gamescom Evil Within gespielt haben, war dieses, oh ja, das Problem von Open World. Du hast eine total dringende Storyline, in dem Fall ja eigentlich, dass er, also der Sebastian, seine Tochter sucht. Und er dann aber trotzdem irgendwie Blümchen pflücken geht, weil er gerade Bock hat. Mhm. Es ist halt genau so. Und das Schlimme ist daran, dass du ein Funkgerät hast und du die ganze Zeit hörst, wie dein kleines Mädchen so schreit und nach dir ruft. Und du bist so, ach, na okay, mach ich mal das, ach, geh ich mal hier hin. Genau, die übliche Open-World-Krankheit. Diese Dissonanz ist halt einfach drin, dass du einfach, du hast das Ziel, dass du deine kleine Tochter befreien musst, dass sie, dass irgendwelche dunklen Mächte sie gefangen nehmen. Und du, das ist genau das, du hast in deinem Walkie-Talkie die Hilferufe deiner Tochter und trotzdem bist du damit beschäftigt, zu craften, zu schauen, dass du andere Nebenquests machst. Und das hilft der ganzen Atmosphäre halt, wie gesagt, nicht. Es ist wirklich eine komplette Einstellungssache. Wenn du halt Bock hast auf dieses Craften und einfach, wenn man es böse formulieren möchte, einfach stumpfes Listen abarbeiten, dass du einfach, keine Ahnung, dass du einfach deine Nebenquests machst, dass du einfach auf diese Endorphine setzt, dass du mit jeder abgeschlossenen Nebenquest neue krasse Sachen bekommst. Du wirst immer der krassere Überlebenskämpfer. Mhm. Und obwohl es da für mich weniger dieses Listen abarbeiten ist, sondern mehr, das kommt relativ organisch, finde ich, durch die Spielwelt. Also du läufst halt irgendwo lang, dann bekommst du zwar ein Signal, aber du hast jetzt nicht von Anfang an, so wie bei Assassin's Creed, so deine Open-World-Karte und hast dann die verschiedenen Tätigkeiten überall eingezeichnet, sondern du musst schon ein bisschen die Welt erkunden und dadurch kommt es halt ein bisschen organischer. Also ich finde, es fühlt sich schon anders an als Strichliste führen, aber geht natürlich in die Richtung. Nur durch diesen Horror-Twist bekommt es halt für mich mehr Reiz. Alles klar. The Evil Within 2 ist letzten Freitag rausgekommen für PS4, Xbox One und PC. Sebastian gibt seinen halben Daumen nach oben, ist sich noch nicht sicher. Den kompletten Eindruck von Sebastian wird es dann nächste Woche bei Game 2 geben. In diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar, gerne. Gerne wieder. In diesem Sinne, das war The Evil Within 2. Ganz genau, sehr kontroverse Diskussion übrigens, nicht nur hier bei uns, sondern auch bei euch im Chat. Gutes Zeichen, oder? Aber ihr wisst ja, Genre-Fans, Fanen. Oder was ist das passende? Was macht ein Fan? Er fannt, oder? Ja, ganz genau. Und wenn nicht, dann ist das jetzt so. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Da kommt der Micha nochmal wieder rein. Der hat anscheinend irgendwas vergessen. Was hast du schon wieder vergessen, du Pappnase, Alter? Ich muss hier jetzt gerade abmoderieren. Du kannst mir nicht immer so auf die Eier gehen. Ich hab das schon mal gesagt. Mein Rechner, da ist der Elex-Test drauf, den ich weiterschreiben muss. Wie, auf dem Rechner ist der Elex-Test drauf? Ich dachte, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Wollen wir da mal gucken? Nein, da habe ich erst angefangen, die ersten drei Absätze. Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir machen das gleich. Ich moderiere kurz die Sendung ab und bis später. Okay, Micha? Alles klar. So, ciao, Leute. Hau ab hier. Ciao.